Sag mal was. Hallo, hallo, hallo. Ah! Hier ist Baby, sitzt hier noch und wird gerade angezogen und geht dann eine Runde raus, aber nicht mit mir. Oh. Werden sie rausgeschickt oder wollten die sowieso gehen? Nee, sie wollten so oder so. Also das Kind müsste nochmal an die frische Luft. Nobody knew that healthcare could be so complicated. Complicated, complicated, complicated. Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik mit der Aufnahme am 5. November 2019. Und jetzt, wo Pascal, wo du zurück bist, habe ich natürlich auch wieder zwei International Days herausgefischt, extra für dich. Yay. In unsere Episodenzeit fällt nämlich zum einen der Weltdiabetestag am 14. November und schon davor am 10. November der Welttag der Wissenschaft. Oder ich weiß gar nicht, warum das so verkürzt beschrieben wird. Das ist nämlich der World Science Day for Peace and Development. Der ist von der UNESCO etabliert und hat das Ziel, to highlight the important role of science in society and the need to engage the wider public in debates on emerging and important contemporary issues relevant to science. Thema dieses Jahres, Open Science, Leaving No One Behind. Muss man das verstehen, was Open Science mit Leaving No One Behind? Sollen wir da ins Detail reingehen? Ich dachte, wir wollten die Episode nicht allzu lang werden lassen. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Was euch heute erwartet, wir haben relativ viel zum Datenschutz im DVG, im Digitale Versorgungsgesetz, auch inklusive eines Gesprächs mit Jörg Sauskat. Wir haben News zur Globokalypse, auch hier mit dem Tim Demisch. Wir haben sogar mal was zur Heilpraktikalypse, einen Gesundheitsreport mit ganz wenig Zeit oder mit viel zu wenig Zeit. Wir haben ein längeres Gespräch zu den Herausforderungen in der medizinischen Forschung mit dem Herrn Professor Diernagel. Wir haben einen Helden der evidenzbasierten Medizin und natürlich auch wieder eine Kontaktanzeige. Und natürlich Termine. Und ob es einen Medizinmurks gibt oder nicht, wissen wir an dieser Stelle der Aufnahme noch nicht. Das könnt ihr dann in den Kapitelmarken oder sonst wo rauskriegen. Lasst euch mal überraschen. Die Episode wird heute auch deswegen etwas länger, Entschuldigung dafür, aber dafür zumindest für mich die einzige Existenzberechtigung oder die Hauptexistenzberechtigung für Kapitelmarken begründet sich darin, wenn da irgendwas nicht interessiert, einfach weiter springen. So, das Ganze präsentiert wieder in vollständiger Besetzung von eurem Podcast-Arzt Pascal Nolerik. Moin Pascal. Hallo. Und eurem Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Jetzt steigen wir aber erstmal ein. Pascal, was gibt's bei dir Neues? Jo, ich war ja ein bisschen krank, ne, bei der letzten Episode. Das hat sich dann danach zum Glück auch gegeben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dir hatte ich das, glaube ich, schon erzählt. Der Rest weiß noch nicht. Wir haben quasi mehr oder weniger parallel probiert, unser Wohnzimmer zu renovieren, weil auch Frau und Kind ausgeflogen waren über ein Wochenende. Genau, das hat natürlich dementsprechend halb gut geklappt, möchte ich dazu sagen. Genau, wir sind jetzt immer noch dabei, ein paar Sachen wegzuräumen. Aber jetzt ist es neu tapeziert und gestrichen. Cool. Schön. Yes, genau. Dinge, die man so macht in seiner Freizeit. Apropos Freizeit, ich habe ab Freitag habe ich Elternzeit. Cool. Ab dem 8.11. Und bereitest dann natürlich ganz viele Medizinmurks vor und so. Richtig, ja, ich habe schon mir eine To-Do-Liste geschrieben. Nee, Quatsch. Also das finde ich ja so ein bisschen witzig. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das nochmal irgendwo poste. Ne? Es gibt ja so viele Leute, die fragen so, was machst denn du in deiner Elternzeit? Und ich so, naja, ich passe aufs Kind auf. Ist das keine Arbeit? Ja, so als hätte der Mann irgendwie oder als hätte der Vater dann Freizeit, genau, wenn die Mutter natürlich selbstverständlich immer noch die gesamte Kinderbetreuung macht. Nee, natürlich, ich habe von, ich weiß noch nicht, hängt so ein bisschen von der Startzeit bei Ani ab, ja, bis irgendwie 6 Stunden danach habe ich das Kind. Mhm. Ja, so. Und dann kommt sie nach Hause, dann will sie bestimmt auch mit ihr spielen, so, klar, ja. Aber dazwischen, klar, wenn sie schläft, werde ich natürlich auch ein bisschen was machen und ich werde mir bestimmt auch neben Haushalt irgendwie ein paar Sachen vornehmen, ja, ich habe ein paar Bücher, die ich gerne mal lesen möchte oder so, ne, und 5 Monate sind ja auch eine lange Zeit, aber ich werde schon auch ganz normal Papa sein. Naja, okay, genug der Rollenkonflikt-Rants hier.
So, bei mir gab es auch nicht richtig viel Neues. Irgendwie war alles voll. Unter anderem ja auch dieser Parteitag hier der Berliner SPD, wo ja auch ein Antrag der Jusos eingereicht wurde, beziehungsweise dann auch angenommen wurde, der sehr homöopathiekritisch ist. Soweit so gut. Es gibt dann eine Änderung, die die Antragskommission dann noch reingemacht hat, die ich nicht so ganz prickelnd finde, aber dazu auch mehr vielleicht in den Shownotes. Da will ich jetzt nicht irgendwie anfangen, hier rum zu ranten. Aber es gibt einen kleinen Disclaimer zu möglichen Interessenkonflikten. Ich habe nämlich gerade beim Humanistischen Verband einen Mitgliedsantrag abgegeben. So, nur so, keine Ahnung, wen das stören könnte, aber falls jemand das stört, dann sollte er das damit hier. Müssen Sie es jetzt auch. Müssen Sie es schlucken, ist mir doch scheißegal. Gut. Jetzt hoffentlich ohne Frustration weiter, aber mal sehen, wie lange das denn anhält, die Frustrationslosigkeit, und ab zu unseren News. Wir haben eine gemeinsame quasi. Du machst eigentlich die News dabei und ich habe vorab ein Gespräch mit Jörg geführt. Willst du aber trotzdem ein bisschen erstmal einführen? Ja, ich erkläre mal ganz kurz. Es geht um das digitale Versorgungsgesetz. Dazu haben wir ja auch schon mal hier in der Episode was besprochen. Wir sind das mal ganz grob durchgegangen und haben diesen Punkt, der jetzt ja auf Kritik stößt, glaube ich, wenn ich mich daran recht erinnere, ich habe es nicht nachgehört, auch nicht kritisch erwähnt. Sondern wir haben es nur gesehen im Sinne von, okay, ja, soll eingerichtet werden, und haben gesagt, ja, ist ja eigentlich sinnvoll für die Versorgungsforschung. So, es geht darum, dass durch das digitale Versorgungsgesetz, das hat sich möglicherweise auch dementsprechend aber geändert, weil ich habe damals den Referentenentwurf, der noch nicht mit der Hausleitung abgestimmt war, genommen und nicht den, den wir hier jetzt besprechen. Es geht da um sozusagen die Übermittlung von Daten aus den Krankenkassen an den Spitzenverband Bund der Krankenkassen. Und das Thema ist sehr viral gegangen in den letzten 4 Tagen, letzten 5 Tagen, vielleicht auch letzten Woche. Es gab da eigentlich von jedem Verband fast eine Stellungnahme zu und aus sehr vielen anderen Quellen, zum Beispiel auch, wo man sowas Gesundheitsthemen seltener hört, hier im Deutschlandfunk der Tag-Podcast zum Beispiel gestern. Also wer gern Podcasts hört, kann sich da direkt nochmal weiter informieren. Ich glaube ab Minute 13 oder 14 oder so. Ja, wir werden es einmal kurz verlinken. Kann man sich da reinhören, was die dazu besprechen. Und ansonsten ist es vielleicht am einfachsten, wenn wir jemanden fragen, der sich dem das Problem so sicherlich mit als erstes aufgefallen ist und der da auch entsprechend sozusagen oppositionell aktiv war. Genau, dem Jörg. Ich habe ein ganz kurzes Gespräch geführt, wo er das dann auch versucht, ein bisschen einzuordnen und vor allem auch die Reaktion von sowohl Bündnis 90 Die Grünen als aber auch FDP darauf einzufangen. Das Ganze entscheidet sich auch in den nächsten 1,5 Tagen. Insofern wollten wir auch die Episode vorher rauskriegen. Aber jetzt würde ich mal sagen, erstmal zum Gespräch mit dem Jörg. Hallo, ich sag's aus Kat. Ja, hallo Jörg, Philipp hier. Hi. Hi, grüß dich. Ich musste eben noch mit einigen 14-, 15-Jährigen das Thema Alkohol- und Drogenkonsum besprechen. Okay. Was zur Folge hatte, dass ich zwar gesundheitspolitisch jetzt gerade voll dabei bin, andererseits mich auf dieses Gespräch gar nicht richtig vorbereiten konnte, was insofern auch ganz gut ist, als ich den Dummen nicht spielen muss, sondern tatsächlich eigentlich keine Ahnung habe, was konkret jetzt gerade aktuell passiert. Von daher, hol uns doch mal ab, was es mit dem digitale Versorgungsgesetz und dieser Datenschutzproblematik auf sich hat, was ja auch, glaube ich, demnächst, ich weiß gar nicht genau, wann es entschieden werden soll. Also erstens, das soll diese Woche schon entschieden werden. Das ist am Mittwoch im Ausschuss und am Donnerstag im Plenum. Und das heißt, also wenn sich jetzt in den nächsten 48 Stunden, sage ich mal, auf Seiten der Koalitionsfraktionen nichts bewegt, dann wird das so im Gesetz stehen. Worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass Forschungsdaten oder sagen wir mal so, dass sozusagen Behandlungsdaten der Einzelkassen unpseudonymisiert an den GKV-Spitzenverband gehen sollen. Um es ganz konkret zu machen, es gibt im Gesetzentwurf keine klare Festlegung, ob diese Daten als Klardaten oder als sozusagen pseudonymisierte Daten übermittelt werden sollen. Das ist das, worum es eigentlich geht. Alles andere, dass sozusagen das an die Forschung gehen soll und so weiter, das ist ja nichts Wesentliches Neues gegenüber dem Status quo. Also es gibt bisher auch schon Regelungen, dass sozusagen die MORBI-RSA-Daten auch für die Forschung genutzt werden sollen. Das Problem ist nur, dass diese Daten in der Regel sehr alt sind, also 3 bis 4 Jahre. Und dass es ein relativ aufwendiger Prozess ist, an diese Daten ranzukommen. Okay.
Und das soll sozusagen mit dem Gesetz geändert werden, sodass im Grunde genommen aktuellere Daten dann zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist auch unbestritten. Das will auch niemand in Frage stellen. Mhm. Worum es halt geht, was sozusagen kritisch ist, dass quasi unpseudonymisierte Daten von den Einzelkassen an den GKV-Spitzenverband gehen. Ich stelle mal die ganz naive Frage, warum? Ich kann das nicht sagen. Also das BMG sagt, dass sie zur Qualitätssicherung halt wollen, dass die Daten umpseudonymisiert da übermittelt werden, wobei sie halt auch die beiden Optionen da sozusagen offen lassen, sodass ich vermute, dass sie sich das eigentlich so gedacht haben, dass sie dann in der Rechtsverordnung, die ja noch zu machen ist, dann halt das einschränken und sagen, dass eine Pseudonymisierung nicht zulässig ist oder was auch immer. So. Also wie gesagt, das Argument seitens des BMG ist, dass sie zur Qualitätssicherung der Daten das machen sollen. Aber ob das zwingend notwendig ist, das glaube ich nicht. Ich wundere mich so ein bisschen, dass die beiden Fraktionen, die das ja augenscheinlich jetzt beschließen werden oder planen zu beschließen, da komplett mitgehen, weil auch in den Fraktionen gibt es ja datenschutzsensible Menschen. Und also noch dazu, die medialen Reaktionen der letzten Tage sind dann doch tendenzkatastrophal. Ja, ich glaube, dass sie das unterschätzt haben, dass sie die Sprengkraft dieser Regelung unterschätzt haben. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass jetzt alle möglichen da aufspringen und dass es jetzt plötzlich um Patientenakten und was weiß ich alles geht, die hier überhaupt keine Rolle spielen bei dieser Regelung. Also dass dann auch die üblichen sozusagen Scharlatane aufspringen. Aber ich glaube, dass sie das sozusagen unterschätzt haben. Also dass sie die Sprengkraft dieser Regelung und die sage ich mal, öffentliche Symbolkraft dieser Regelung auch unterschätzt haben. Es geht ja auch, ich weiß nicht, ob du da eine Liste der Daten hast, aber es geht ja um hochsensible Daten, die ja auch tatsächlich dann Patienten oder Bürgern zuzuordnen sind, klar. Genau, also wie gesagt, man muss nochmal klar sagen, dass die Daten, an denen letztendlich am Ende geforscht werden sollen, das sind pseudonymisierte Daten. Aber? Und das ist alles das, was bei den gesetzlichen Krankenkassen vorliegt. Also das sind die Morbi-RSA-Daten, also sprich die konkreten Behandlungsdaten. Das sind die Daten, die dann sozusagen erhoben werden im sozusagen ärztlichen Bereich, also die konkreten Gebührenordnungsziffern. Es sind die sozusagen Fallpauschalen. Und es sind pseudonymisiert allerdings die sozusagen Leistungserbringer. Aber pseudonymisiert ja erst an dem Punkt, wo sie quasi an zentraler Stelle vorgelegt werden und dann zur Forschung weitergereicht werden. Es ist ja nicht auf dem Weg von der Krankenkasse zum GKV-Spitzenverband. Genau. Also dort ist es, wie gesagt, nicht vorgesehen, dass diese sehr konkreten, sehr ins Intime gehenden Gesundheitsdaten, dass die im Grunde genommen da klar pseudonymisiert werden. Das ist halt nicht vorgesehen. Und das ist sozusagen die Kritik. Das heißt, da entsteht beim GKV-Spitzenverband eine Sammlung von Daten, die Klardaten im Grunde genommen enthalten. So, es sei denn, der GKV-Spitzenverband sagt selber, dass sie das nicht wollen. Aber sozusagen, so wie ich das Gesetz lese und so wie ich die Rechtsverordnung, also wie man sozusagen annehmen kann, was dann auch quasi in der Rechtsverordnung stehen würde, würde ich das so sehen, dass das BMG selber gar nicht will, dass diese Daten sozusagen pseudonymisiert sind. Und insofern würde ich dem GKV-Spitzenverband da auch gar keinen Spielraum dann mal einräumen, dass sie sagen, ja, wir würden dann sagen, dass die Einzelkassen das sozusagen pseudonymisiert abliefern oder so. Ich bin ja hier fast der Panikverantwortliche dieses Podcasts. Man muss sich, also der für mich spielt in dieser Diskussion auch immer eine Rolle, unabhängig von den generellen Datenschutzthematiken. Aber die wird dieser Tage oder dieser Monate für mich immer noch virulenter, wenn man sich die Wahlergebnisse der AfD anschaut. Also es ist ja nicht mehr ganz auszuschließen, dass irgendwie in absehbarer Zeit da noch das Chaos passiert und dann auch eine Bundesregierung mit AfD-Verantwortlichen Zugriff auf diese Daten hat. Und wenn man sich anhört, was Höcke und Co. zum Umgang mit Menschen mit Behinderungen etc. von sich geben, dann ist das doch mehr als erschreckend. Aber das mal, diese Panik mal beiseite gelassen, ist eine andere Sache, die mir aufgefallen ist bei dem bisschen, was ich da überflogen habe, ist, wir sprechen ja nur von den Daten von gesetzlich Krankenversicherten. Ne? Also die Privatversicherten bleiben da schön außen vor. Genau, es geht sozusagen hier ausschließlich um Daten von gesetzlich Versicherten. Und das heißt ja zweierlei, dass im Grunde genommen nur deren Daten in die Forschung gehen. Und das heißt auch, dass die gesetzlich Versicherten im Grunde genommen diese Infrastruktur bezahlen. Ja, und das sind ja letztendlich sozusagen, das ist ja am Ende eine Forschung, die nicht nur den gesetzlich Versicherten zugutekommen, sondern die allen Versicherten zugutekommen. Und das ist im Grunde genommen eine Sache, die Spahn ja schon relativ häufig macht, dass er die Privatversicherten da völlig ausnimmt. Es ist natürlich sozusagen so, dass man sagen muss,
es schon schwierig ist, da sozusagen eine Regelung zu finden, die auch die quasi Privatversicherten da einbezieht. Aber so als Grundsatz ist es schon so, dass man sagt, dass sich da so ein Sparen das relativ einfach macht und da auch nicht über Steuermittel, sondern quasi über Mittel der gesetzlichen Krankenversicherung im Grunde genommen redet. Ne? Du redest ja primär jetzt von der Finanzierung. Ich finde ja die andere Variante sozusagen, die gesetzliche Krankenversicherung müssen sie jetzt nackig machen und die Privatversicherten, Klammer auf, auch die Bundestagsabgeordneten, Klammer zu, deren Daten bleiben schön geschützt. Ja, wenn dann sozusagen die jeweiligen Abgeordneten sozusagen in der PKV sind. Das ist ja so, dass es auch viele, viele Abgeordnete gibt, die in der GKV bleiben. Mhm. Aber das stimmt natürlich. Also so, die müssen sich nackig machen. Es gibt keinerlei Widerspruchsregelungen oder sowas. Und letztlich ist es aber so, dass diese Forschung ja allen zugutekommt. Ne? Insofern ist das auch in gewisser Weise sozusagen jetzt ein Gerechtigkeitsproblem an der Stelle. Katastrophe. Was macht ihr denn dagegen? Also, soweit euch das überhaupt möglich ist. Also wir haben jetzt dazu einen Änderungsantrag eingebracht heute, wo wir nochmal klar fordern oder klar eine Regelung hingelegt haben, wie man sicherstellt, dass die von den Einzelkassen übermittelten Daten, dass die dann nochmal geschützt werden durch so einen Schlüssel. Also dass sie sozusagen geschützt, genau. Und, aber dann sind sie ja immer noch nicht pseudonymisiert, ne? Dann genau, nee, das ist ja genau die Forderung, die quasi im Gesetz, die in unserem Änderungsantrag drinsteht. Okay. Und es gibt noch einen ähnlichen Änderungsantrag aus der FDP. Also insofern gibt es zumindest aus Teilen der Opposition, ich weiß nicht, ob die Linken noch sowas vorlegen werden oder so, jedenfalls gibt es aus Teilen der Opposition dann ähnlich lautende Änderungsanträge, sodass dass sozusagen die Koalitionsfraktionen eigentlich zuschlagen können und sagen können, wir stimmen einer der beiden Regelungen zu, dann haben wir das umgesetzt, was ja öffentlich zumindest in der Kritik steht. Dann drücken wir mal die Daumen. Jörg, herzlichen Dank für diese frustrierende Nachricht. Irgendwann müssen wir dich mal reinholen, wenn du was Positives zu berichten hast. Aber genau. Ne? Herzlichen okay, Dank. Da, bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, aber wir konnten gar nicht so schnell produzieren, wie sich die Sachen entwickelten. Es hat sich nämlich schon wieder was Neues getan und deswegen nochmal ein weiteres kurzes Gespräch mit Jörg hinterher. Hallo, hier ist Jörg Sauskart. Du hast noch ein Update für uns. Ja, können wir das schnell machen? Ich kann nur noch was schreiben. Ja, so schnell, wie du willst. Genau. Also die Koalitionsfraktionen haben relativ über Nacht quasi, haben die noch mehrere Änderungsanträge eigentlich noch eingebracht. Es gibt also dort auch einen Änderungsantrag. Mhm. Die von den Regierungsfraktionen selber jetzt eingebracht. Genau, die von den Regierungsfraktionen selber auch gekommen sind. Und dabei ist auch ein Änderungsantrag, der sozusagen die Pseudonymisierung dieser von den Einzelkassen an den GKV-Spitzenverband zu übermittelnden Daten vorsieht. Und damit ist zumindest das Problem erstmal geheilt. Ja, das ist doch schon mal eine Stelle, an der Entwarnung herrschen kann. Wie läuft es so weiter bei dir? Du schreibst jetzt noch ganz fleißig. Genau, ich schreibe jetzt noch schnell Sprechzettel und begründen und aufschreiben, wie wir bei diesem Gesetzentwurf dann abstimmen werden. Wir werden ihn ablehnen insgesamt, aber an dieser Stelle muss man sagen, haben sie nachgebessert. Wunderbar. Herzlichen Dank. Dir noch viel Kraft. Okay. Bis dann. Ja, danke. Tschüss. Ja, und auch wenn das jetzt so ein bisschen entschärft ist, geht es natürlich trotzdem um eine ganze Menge Daten, die da zentral gesammelt werden, pseudonymisiert oder nicht und das auch ohne die Möglichkeit als Betroffene, sage ich, als Bürger da Einspruch zu erheben. Deswegen lasse ich nochmal die Abschlussbemerkung von Pascal, die vorher angesprochen wurde, lasse ich jetzt einfach mal drin, damit man auch mal so ein Gefühl bekommt für was das eigentlich ist und welche Daten da überhaupt erhoben werden. Ja, Jörg hat es schon so ein bisschen erklärt. Ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz darauf hinweisen oder so ein bisschen darauf eingehen, worum es eigentlich geht. Es geht um den Paragraph 303b, Sozialgesetzbuch 5 natürlich. Und da steht nämlich dieses Wort pseudonymisiert eben nicht mehr drin. Und es geht da um folgende Daten. Angaben zu Alter, Geschlecht und Wohnort, Angaben zum Versicherungsverhältnis, die Kosten- und Leistungsdaten nach den Paragraphen 295, ja, das überspringe ich jetzt ja einmal. Also es geht um Kosten- und Leistungsdaten, Angaben zum Vitalstatus und zum Sterbedatum und Angaben zu den abrechnenden Leistungserbringern, also sozusagen, wer hat diese Leistung erbracht. Damit kann man eine ganze Menge Versorgungsforschung ermöglichen. So, wer soll denn theoretisch Zugriff auf diese Daten haben? Da ist nämlich dann der nächste kritische Punkt drin. Also das eine ist aus meiner Sicht die Pseudonymisierung. Ja. Der andere kritische Punkt, den man sicherlich auch nochmal so ein bisschen beäugen sollte, wenn man das Ganze schon kritisch sieht, ist, wer darf denn darauf zugreifen? Oder wer sollte darauf Zugriff kriegen?
Und diese Liste, sag mal so, ist vielleicht doch ein bisschen länger geraten, als sie aus meiner Sicht hätte sein müssen. Das kann man gerne anders sehen, dann bitte gerne auch um Kommentare, aber ich lese mal vor. Spitzenverband Bund der Krankenkassen, da liegt das Ganze auch. Den Bundes- und Landesverbänden der Krankenkassen, den Krankenkassen, den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und den Kassenärztlichen Vereinigungen, den für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der Leistungserbringer auf Bundesebene, den Institutionen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes und der Länder, den Institutionen der Gesundheitsversorgungsforschung, den Hochschulen, öffentlichen geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtungen und sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung, sofern die Daten wissenschaftlichen Vorhaben dienen, dem gemeinsamen Bundesausschuss, dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, dem Institut des Bewertungsausschusses, dem Beauftragten der Bundesregierung, der Landesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten, den für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen maßgeblich Organisationen auf Bundesebene, dem Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, den für die gesetzliche Krankenversicherung zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden und deren jeweiligen nachgeordneten Bereichen sowie übrigen obersten Bundesbehörden der Bundesärztekammer, der Bundeszahnärztekammer, der Bundespsychotherapeutenkammer und der Bundesapothekerkammer, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, und jetzt sollten auch noch die Änderungsanträge die Universitätskliniken mit reingenommen werden. Also, wer denn nicht? Da kann man sich ja, wäre eine Ausschlussliste, wäre wahrscheinlich kürzer. Ausschlussliste wäre einfacher, genau. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ne? Da fragt man sich, okay, ob das nicht ein bisschen zu weit gegriffen ist, ja. Und dann muss man dazu noch sagen, dass, wenn man nämlich dann den nächsten Satz liest, ja, warum, also mit welchem Grund dürfen die darauf zugreifen, ja. Und zwar, bisher war das, da musste ein ausschließliches wissenschaftliches Forschungsvorhaben dranhängen, ja. Und jetzt ist es aber so, dass das auch ausgehebelt ist vielleicht falsch, ne, es wird geändert, es soll geändert werden. Und ein paar davon finde ich auch aus meiner persönlichen Sicht berechtigt, ja, so wie Verbesserung der Qualität der Versorgung. Das muss nicht zwangsläufig ein Forschungsvorhaben sein, da kann man sich auch so Gedanken zu machen, ja. Wahrnehmung der Störungsaufgaben durch die Kollektivvertragspartner, ich zitiere einfach hier nochmal, ja. Planung von Leistungsressourcen, zum Beispiel Krankenhausplanung, könnte auch Sinn geben. Dann aber unter Punkt 5 ist auch Unterstützung politischer Entscheidungsprozesse zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen in dieser Hinsicht Daten zur Verfügung zu stellen. Dann würde ich auch sagen, jo, das kann man irgendwie machen, ja, das ist ja schließlich seine Aufgabe, aber das kann man, glaube ich, auch so formulieren, dass nicht jeder andere das auch machen kann. Ja, weil mit der Unterstützung politischer Entscheidungsprozesse einfach mal nachzugucken, welche Krankenhäuser denn jetzt hier wie besonders, in welcher Kategorie besonders schlecht abschneiden, ja, weil da die Leute reihenweise wegsterben, oder umgekehrt, welche Krankenversicherungen bestimmte Sachen so und so lange nicht bezahlt und damit dann schlechte Publicity zu machen. Also das kann auch zu einem, ich bin mal pessimistisch, zu einem üblen Rosenkrieg der Institutionen führen, wenn die sich da alle ihre Daten rauspicken können. Insbesondere mit, ich sag mal, sehr fragwürdigen Gründen und Motiven. Ja. Es gibt also zwei wesentliche Punkte, die hier vielleicht ein bisschen zu weit gehen. Das eine ist der Umfang des Zugriffs und die Art und Weise der Nutzung. Ja. Es ist aus meiner Sicht nicht so, dass man das deswegen komplett weglassen sollte. Das möchte ich vielleicht auch nochmal klarstellen. Das gibt es ja auch viele, die das gefordert haben, aber ich bringe hier ganz oft Studien im Medizinmurks, die auf große Versorgungsforschung machen und nachweisen, dass irgendein System, was man bisher verwendet hat, Käse ist, weil man irgendwie über eine große Registerarbeit herausgefunden hat, dass das so und so solche Konsequenzen hat. Das kann man in Deutschland nicht machen, weil man diese Daten nicht hat. Und nur wenn man so eine ähnliche Datensammelstelle, ist, glaube ich, der Ausdruck im Gesetz, ja, nur wenn man so etwas hat, kann man natürlich auch entsprechende Daten generieren und auswerten. Ja, aber die Frage bleibt natürlich trotzdem, okay, zum einen sollte das natürlich pseudonymisiert sein und zweitens muss diese Beschränkung ganz klar bestehen, insbesondere sollte auch der Bund nicht einfach Zugriff darauf haben, wie er es dann in der aktuellen Variante hätte. So, möchtest du noch was dazu sagen? Ich würde es hier sonst ein bisschen. Gut. Dann, falls ihr das anders seht, aus irgendwelchen Gründen, was auch immer, ihr da einen ganz anderen Einblick habt, ich hier völligen Mucks erzählt habe, dann lasst es uns doch wissen, weil das kann man sicherlich auch aus noch mehr Perspektiven betrachten, das Thema. Wunderbar. Dann habe ich nur noch einen ganz kleinen letzten Hinweis, und zwar habe ich gerade gesehen, dass die aktuelle Episode des Logbuch Netzpolitik sich auch mit dem Thema auseinandersetzt. Das ist ganz bestimmt auch spannend. Das ist die Episode 320, Link natürlich auch in den Shownotes. Übrigens ist das Logbuch Netzpolitik sowieso immer ein wertvolles Hörerlebnis.
Ja, sollen wir mal abschließen? Ja. Wir kommen zur Globokalypse bei den Grünen. Eine weitere Enttäuschung. Da haben wir jetzt gleich ein Gespräch mit dem Tim Demisch, den wir ja schon mal drin hatten, der uns sozusagen seine Hoffnungen auf den Parteitag dann geschildert hatte. Da gab es allerdings auch Bewegungen, auch gut zusammengefasst in einem FAZ-Artikel, den wir natürlich auch verlinken. Aber erstmal würde ich sagen, ab zum Gespräch mit dem Tim. Ja, Tim, wir hatten uns ja das letzte Mal unterhalten, da ging es ja, oder meine Abschlussfrage war ja, wie du meinst, wie das dann auf der Bundesdelegiertenkonferenz dann entschieden werden würde, euer wunderbarer Antrag und der zweite Antrag, der ja dann auch noch ergänzt wurde. In der Zwischenzeit ist ja doch eine ganze Menge passiert, willst du uns vielleicht mal kurz abholen? Ja, also es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Der Parteivorstand, also der Bundesvorstand, hat sich in die Diskussion eingeschaltet. Und auch Abgeordnete aus dem Bundestag haben sich in die Diskussion eingebracht und auch selbst Anträge gestellt, Änderungsanträge zum Verfahren aber eher, wie wir mit diesem Antrag jetzt umgehen. Und der Parteivorstand hatte den Kompromissvorschlag gemacht, dass wir das einfach in eine Fachkonferenz vertagen. Und das war der Vorschlag, also es stand nichts weiter drin, einfach nur, wir wollen das in eine Fachkonferenz vertagen. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, dass wir grundsätzlich kompromissbereit sein wollen oder kompromissbereit sind, aber wir halt bestimmte Bedingungen noch erfüllt haben wollen. Und dann haben wir Bedingungen gestellt, und zwar wollten wir einen konkreten zeitlichen Rahmen für diese Fachkommission und einen konkreten inhaltlichen Rahmen und ein konkretes Arbeitsprogramm für diese Fachkommission, weil wir gesagt haben, es ist vollkommen okay, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen mehr Zeit für die Debatte, das verstehen wir. Beziehungsweise wir akzeptieren es. Unserer Meinung nach könnte man das jetzt auch schon auf diesem Parteitag im November abstimmen. Mhm. Aber wenn jetzt andere sagen, sie brauchen mehr Zeit, dann gehen wir da mit. Und dann haben wir halt diese Bedingungen gestellt und haben dann in Verhandlungen mit dem Vorstand und den Abgeordneten und noch anderen Antragstellenden am Ende jetzt einen Kompromiss erzielt, der eine Fachkommission vorsieht, die halt konkret inhaltlich etwas ausarbeiten soll. Die besetzt ist mit dem Parteivorstand, mit uns Antragstellenden. Wer aus eurer Runde? Also ich weiß nicht, ihr seid sieben, genau. Oder sowas, glaube ich, habe ich irgendwie so als Zahl im Kopf. Oder wer ist das? Okay. Also das sind auf jeden Fall Paula Pichotta, die ja auch mit mir Antragssprecherin ist. Und ich auf jeden Fall. Und ansonsten werden wir sehen, wer dort sitzt. Das ist ja nicht so, als ob wir da jetzt am Ende eine Abstimmung machen und dann nachzählen, wie viele Stimmen für welchen Vorschlag jetzt es gibt. Sondern es soll einfach eine Kommission sein, die miteinander spricht. Und wir werden sehen, wie das dann aussieht. Vielleicht gibt es ja auch am Ende mehrere verschiedene Vorschläge, wie man mit dem Thema umgeht. Ja. Genau. Und Ziel der Kommission soll es halt sein, bis zum nächsten Parteitag, also nicht dem im November, sondern dem nachfolgenden dann, für das Grundsatzprogramm, an dem wir gerade als Partei arbeiten, zum einen die grundsätzlichen Positionen zu finden, welche Kriterien wir wollen für die Erstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen und welche Definition wir haben von evidenzbasierter Medizin, von Wissenschaftlichkeit. Das soll ins Grundsatzprogramm und ins Bundestagswahlprogramm für die nächste Bundestagswahl, sollte sie 2021 stattfinden, sollen dann auch konkrete Forderungen eingebracht werden. Seid ihr damit zufrieden? Ich glaube, mit dem Kompromiss zufrieden sein, das ist schwierig. Also ich persönlich finde ihn okay. Und ich weiß auch, dass bei uns in der Gruppe und auch bei unseren Unterstützenden es viele gibt, denen den Kompromiss sehr enttäuschend ansehen und nicht wissen, wie man damit umgehen soll oder beziehungsweise meinen, das ist falsch, dass wir diesen Kompromiss eingegangen sind. Das kann ich auch nachvollziehen, diese Meinung. Aber letztendlich ist es beim Kompromiss so, dass man halt auch Eingeständnisse machen muss. Es ist jetzt eher ein Verfahrenskompromiss und kein inhaltlicher. Deswegen denke ich, ist das okay, inhaltlich einen Kompromiss zu machen. Das wäre schon noch ein anderes nochmal gewesen. Hast du irgendwie eine Abschätzung, ob es da eine Tendenz eher Richtung eurer inhaltlichen Meinung geht oder eher Richtung anderer inhaltlicher Ausprägung, was das gesamte Thema angeht? Weil auch nach der Fachkonferenz wird es sicher nicht vermeiden lassen oder hoffentlich nicht vermeiden lassen, irgendwann eine Positionierung zu finden.
Also ich würde behaupten, dass das eher zu unserer Seite tendiert, aus dem Grund, weil wir ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf unserer Seite haben und auch viele gesundheitspolitische oder Gesundheitssystemakteure, wie beispielsweise jetzt den Vorsitzenden des gemeinsamen Bundesausschusses, der sich da vor ein paar Tagen zu geäußert hat. Und in dem Kompromiss, den wir jetzt geschlossen haben, steht auch explizit drin, dass wir externe ExpertInnen einbeziehen können. Und wenn wir das tun, glaube ich, sind wir auf dem guten Weg, eine kritische Position zur Homöopathie und anderen besonderen Therapierichtungen einzunehmen. Das sind die ExpertInnen, die ihr einladet, aber die andere Fraktion darf ja bestimmt auch ExpertInnen einladen. Und also ich meine, genug Lobbyisten, also das habt ihr ja zu spüren bekommen, gibt es ja wirklich auf dem Markt. Ja, kann man natürlich so sehen. Also man kann in den Kompromiss reinlesen, was man möchte. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass in dem Kompromiss drinsteht, dass man jetzt Homöopathen einladen soll. Und ich wüsste auch nicht, inwiefern die jetzt Experten sind für evidenzbasierte Medizin. Aber ich glaube, das ist dann ein anderer Streitpunkt. Da müssen wir dann schauen, wenn der Vorstand, der Bundesvorstand, dass diese Fachkommission dann einsetzt, wie das dann konkret aussieht. Da werden wir dann bestimmt nochmal noch eine neue Debatte haben, wer alles konkret drin sitzt, welche Personen und welche Expertinnen wir einladen. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Ja, dann vielleicht nochmal aus meiner, auch ganz persönlich von mir da, vielen Dank an euch, dass ihr euch da so bemüht habt. Mir ist das ja auch schon immer ein Dorn im Auge gewesen, dass ich insbesondere bei dem Thema, was mich persönlich ja viel betrifft, da meine Partei ja doch, naja, auf einer Linie bewegt, die mir nicht ganz so wichtig war. Ich habe immer, wenn ich gesagt habe, welche Partei ich bin, dass ich gesagt habe, dass ich nicht wegen der Gesundheitspolitik drin bin, sondern wegen anderer Punkte. Und ich finde das ganz großartig, dass du und insbesondere Paula, aber auch das gesamte AntragstellerInnen-Team da so eine tolle Arbeit geleistet habt, euch da so eingebracht habt und so dafür gekämpft habt, ja, und immer das noch tut. Das wollte ich ja einfach mal dann ganz öffentlich einmal direkt sagen, dass ich das ganz toll finde. Mich würde vielleicht noch abschließend interessieren, wenn wir hier jetzt schon im Live-Medium sind, sozusagen, was würdest du denn sagen, was kann ich denn jetzt als Basismitglied tun? Weil noch ist das Ganze, die Arbeit ja nicht abgeschlossen und man kann ja was tun. Was kann ich denn tun? Also zunächst mal freue ich mich, dass du das so als positiv erachtest. Und das finde ich ähnlich wie du. Es ist wichtig, dass wir diese Diskussion angestoßen haben. Und ich finde auch, die Antragsgruppe hat eine gute Arbeit geleistet. Ich bin auch froh, dass ich da mit Paula zusammengefunden habe, die da mir wirklich sehr weitergeholfen hat. Sie ist ja auch Ärztin. Mhm. Ich persönlich bin ja gar nicht so tief in der Gesundheitspolitik drin, sondern habe das eher über diesen wissenschaftspolitischen Ansatz gemacht. Ja, aber zu der Frage jetzt, was du als Basismitglied machen solltest oder kannst, da würde ich sagen, es ist ganz wichtig, dass wir als Basismitglieder vor allem jetzt diese Diskussion starten. Wie können wir wirklich in allen auf allen Politikfeldern zur Wissenschaftspartei werden? Ich glaube, das sollte unser Ziel sein. Mhm. Und da müssen wir als Basismitglieder vor allem mitwirken und auch den Leuten in den Gremien, Parteigremien, den Leuten in den Parlamenten, die für uns in den Parlamenten sitzen, die Abgeordneten, denen müssen wir klar machen, was unsere Meinung ist, was unser Ziel ist und was unsere Vorstellung ist. Deswegen geht es hauptsächlich darum, zu debattieren in der Partei und klarzumachen, wofür man steht. Das ist jetzt ganz wichtig. Ich möchte noch muss ich die noch zwei Grünen hier mal unterbrechen, ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Aber nee, du darfst ganz noch, kurz, du darfst nee, ja noch. Ganz kurz anschließen. Genau, was ich häufig noch hinweisen möchte, das wird jetzt ja diskutiert werden vor dieser BDK auch in den einzelnen Ortsverbänden und danach sicherlich auch, gerade dann, wenn die Fachkonferenz vielleicht getagt hat. Und da wird sicherlich in vielen Basisgruppen entweder einen Abend zu geben, wo man bei einem Ortstermin darüber diskutiert oder wann anders. Und da ist es dann auch wichtig, hinzugehen und die Flagge hochzuhalten. Ne? Zu sagen, hier, ich finde das, find das wichtig, dass wir uns da so und so zu positionieren, weil. Ne? Und das ist das, was man als Basismitglied sicherlich auch gut machen kann, damit man der Präsenz zeigt, dass das wirklich eine Haltung ist, die innerhalb der Grünen nicht nur peripher vertreten ist, nicht nur online. Auf jeden Fall. Ja, also wenn es den Basismitgliedern so geht wie mir oder wahrscheinlich auch wie es dir geht und man sich an den esoterischen Stimmen in der Partei stört oder an den nicht wissenschaftsbasierten Positionen stört, dann muss man ja auch was tun. Dann muss man hingehen, wie du richtig sagst, zu den Veranstaltungen. Und auch sich trauen, was zu sagen, weil wenn man leise bleibt, dann wird sich die Position nicht verändern. Man sollte für das einstehen, was man für richtig hält. So, genug Wattebäuschen hin und her geworfen.
Ist auch schön. Ich kann das natürlich alles bestätigen. Ganz toll, dass ihr euch eingesetzt habt und so weiter und so fort. Hatte ich auch in den letzten Episoden ja immer wieder gesagt. Aber de facto ist es ja so, dass aufgrund der Lobby-Intervention dieser wichtige Antrag jetzt in eine klassische Strategie des wir vertagen und damit hoffen wir, dass es vergessen wird, Variante umgemünzt wird. Auch da hoffe ich natürlich, dass es diesen Weg nicht geht, aber gleichzeitig habe ich die Befürchtung, dass angenommen diese Legislaturperiode hält tatsächlich noch die vorgesehene Zeit, dass natürlich dann, ich nehme an, der nächste Bundesparteitag wird dann auch wieder irgendwann Herbst, Winter 2020 dann stattfinden, dass man dann natürlich genau vor dem Wahljahr steht, wo dann wieder eine Begründung dafür bestehen wird, dass dieses Thema doch viel zu spalterisch für die Partei sein wird und doch dann wieder vertagt werden. Also ich habe ein bisschen die Angst und ich glaube auch die berechtigte Angst, dass man sich jetzt quasi die Window of Opportunity jetzt verlassen hat und das zu nichts führen wird. Aber ich drücke euch natürlich trotzdem die Daumen. Weißt du? Schweigen ja. Im Walde. Also ich verstehe deine Angst, klar. Wir sind, wie gesagt, auch nicht begeistert von dem Kompromiss und hätten es auch lieber auf einem anderen Weg gemacht. Aber wir können jetzt leider unsere Position nicht ganz so durchsetzen. Das müssen wir vielleicht auch akzeptieren oder hinnehmen. Und unser größtes Ziel ist es natürlich, dass es jetzt nicht irgendeine typische, wenn du nicht weiter weißt, dann bilde ein Arbeitskreis Arbeit wird, sondern dass es eine inhaltliche Arbeit wird. Und dass wir versuchen, mit dieser Kommission dann auch einen möglichst großen Konsens in der Partei zu finden für eine wissenschafts- und evidenzbasierte Position. Sehr schön. Man kann ja wirklich auch als Positives rausziehen für unsere beiden Parteien, dass wir zumindest mal uns, also ihr natürlich etwas deutlicher mit dieser Formulierung, die ihr in dem zweiten Antrag vor allem gewählt habt, aber zumindest die Diskussion mal startet. Und zumindest bei den anderen Parteien sehe ich da in dieser Hinsicht noch gar nichts. Insofern, toi toi toi. Danke. Danke dir fürs Gespräch. Bis dann. Gerne. Tschüss. Wie auch immer. Nächste. Du hast was zur Heilpraktikerlypse. Ja, es gab den doch aus meiner Sicht eher überraschenden Vorstoß. Naja, okay, Vorstoß ist vielleicht auch noch ein bisschen übertrieben. Ne? Also im Grunde genommen ist es so, dass das Ministerium ein Rechtsgutachten ausgeschrieben hat, einen öffentlichen Auftrag ausgeschrieben hat. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr hier Tamtam, wie das den Spanier ganz gerne macht, hier im Handelsblatt irgendwie da was publiziert hat. Ne? Nee, das ist erstmal ein Gutachten, was klären soll, ob denn der Heilpraktikerberuf abgeschafft werden kann und wie abgeschafft werden kann. So. Und das ist ja irgendwie relativ neu, weil bisher eigentlich immer unser Kenntnisstand war, dass man das eher nicht antastet, ja. Das war ja schon unter Hermann Gröhe so, ne, dass man gesagt hat, naja, es gibt hier sicherlich so ein paar Leute, die machen da Scharlatanerie und so, ne, aber müssen ja auch vorsichtig sein, weil es gibt hier immer mehrere 10.000 Leute, die das machen und noch mehr Leute, die das nutzen, ne, so muss man sich auch mal so um seine Wählergruppen kümmern. Ich glaube, unter Hermann Gröhe wurden die ja nur verpflichtet, dass sie jetzt irgendwie, wenn sie ihre Arzneimittel herstellen, dass sie dafür eine Erlaubnis brauchen etc., aber viel mehr ist da nicht passiert. Dann wurde noch die Ausbildung vereinheitlicht, Die Ausbildung, ja. Die Prüfung. Eine einheitliche oder regulierte Ausbildung gibt es ja in dem Bereich ja gar nicht. Die müssen ja nur vor den jeweiligen Gesundheitsämtern nachweisen, dass sie nicht gefährlich sind. Und das ja augenscheinlich auch nicht ausreicht, um die Patientensicherheit zu realisieren. Es gibt keine einheitliche Ausbildung. Genau, und jetzt ist aber, ich zitiere da aus diesem Ausschreiben, im Sinne einer verstärkten Patientensicherheit wollen wir das Spektrum der heilpraktischen Behandlung überprüfen. Und dann weiter gibt es alternativ zu einer Regelung die grundsätzliche Möglichkeit, den Heilpraktikerberuf in Zukunft entfallen zu lassen. Nach aktuellen Angaben des BMGs ist das aber zumindest, ist da jetzt nichts geplant. Ich glaube auch fast, dass selbst wenn das ein Gutachten da positiv das Ganze bescheidet, dass das nicht diese Legislatur kommen wird. Ne? Aber es ist natürlich, es ist ja schön im Zweifelsfall da zu wissen, okay, geht ohne Probleme oder macht aus Sicht der Gutachter große Schwierigkeiten. Es gibt ja sowas wie einen gewissen Bestandsschutz, ne, im Rechtssystem, dass man da dann, keine Ahnung, welche Kompensationszahlungen leisten muss oder alle, die jetzt noch praktizieren lassen muss und dann alle neuen abwarten muss. Und dann gibt es ja verschiedene denkbare Wege, die irgendwie gegangen werden können, ja, auch aus rechtlicher Sicht. Deswegen bin ich gespannt, was das dann nachher ergibt, wenn das denn
durchgeführt ist. Ja, vielleicht sollten wir ja wie auch Logbuch Netzpolitik irgendwie jetzt so einen positiven News-Jingle einspielen, weil ich denke tatsächlich auch, wenn es ein langer Weg ist und man sich das schneller wünscht, man ist zumindest auf dem richtigen Weg. Was irgendwie bei einem Wort triggerst du auch irgendwas? Wir hätten natürlich auch die Konversionstherapie auch mit aufnehmen, der 20. Anlauf, der mich persönlich nur aufgeregt hatte, weil er Ausnahmen vorsah. Also, ja, ich habe das auch gesehen und gedacht, okay, dann müsste ich mich einarbeiten und habe es weggelassen. Ja, nee, es hatte mich auch eher frustriert. Also, aber du hast die nächste News und zwar zu einem MLP-Gesundheitsreport. Was ist das denn? Ja, das ist, ich glaube, Manfred Lautenschläger und Partner oder so, ist MLP. Das ist eigentlich, hat man da als Mediziner, wenn dann eher nur mit in Kontakt, weil man da entweder seine Finanzen von regeln lässt oder weil die einen im Studium angesprochen haben, ob man nicht seine Finanzen nochmal regeln lassen möchte. Genauso wie einer der 15 anderen Anbieter, die es irgendwie dafür gibt. Aber was die machen und was ich immer ganz interessant fand, die geben einen Gesundheitsreport raus. Dafür befragen die dann mit einem Institut sowohl Bevölkerung repräsentativ als auch Ärzte. Mhm. Und das ergibt manchmal ganz interessante Daten. Jetzt ist der rausgekommen, das war schon Anfang Oktober, also da, als ich krankheitsbedingt verhindert war, sonst hätten wir die da schon gemacht. Aber ich dachte, jetzt holen wir das kurz nach und machen jetzt das aber auch ein bisschen kurz, sodass wir nur die wichtigsten Punkte rauskriegen. Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem ist insgesamt gut. Das überrascht jetzt nicht, weil wir haben eigentlich ein gutes System, so ganz grundlegend. Ne? Das meiste wird finanziert und das auch relativ problemlos etc. Es gibt so ein paar Sachen, die irgendwie schlecht laufen. Aber grundsätzlich können sich Menschen erstmal glücklich schätzen, hier gesundheitliche Versorgung zu haben. Was ich interessant fand, dass die Mehrheit der Ärzte die Zukunftsaussicht pessimistisch sieht. Ja, ich mich gefragt, ob das jetzt an den letzten Gesetzesvorhaben lag, die so verabschiedet sind, oder ob es da was anderes gab. Was ich beeindruckend fand, waren die Zahlen zum Ärztemangel und zum Personalmangel. Also unter den Krankenhausärzten geben 71% an, dass sie Schwierigkeiten bei der Personalsuche haben. Ja, und 67% dadurch, dass sie zusätzliche Belastung durch den Ärztemangel haben. Also das ist schon eine beeindruckende Zahl. Bei den Niedergelassenen sind es jeweils unter 50. Ja, klar, die haben natürlich, da gibt es weniger Stellensuche, da gibt es natürlich auch manche Praxen, die niemand mehr übernehmen will und so. Aber 71% fand ich schon eine beeindruckend hohe Zahl. Das hätte ich so nicht vermutet. Mhm. Das fand ich interessant. Dann, was habe ich mir noch hier rausgegriffen? Das ist wir werden einfach die Präsentation verlinken. Die Präsentation ist eigentlich das Interessanteste. Also bunte Grafiken und so, das spricht mich hier immer an. Auf der Seite 7 gab es dann die Frage, wie häufig kommt es vor, dass sie gezwungen sind, Behandlungen aus Kostengründen zu verschieben? Mhm. Und das nimmt zu seit 2012. Da gibt es Daten aus 2012, 2016, 2019 und 2012 und 2016 war es relativ gleich. Und 2019 hat es aber zugenommen und zwar auch ganz ordentlich. Also die häufigen Verschiebungen, die bleiben ungefähr gleich, aber sowohl bei den seltenen als auch bei den gelegentlichen, da gibt es eine Zunahme um so insgesamt ungefähr 8%. Das fand ich, habe ich auch so gedacht, okay, das hätte ich jetzt tendenziell nicht erwartet bei der doch eigentlich nicht so schlechten Finanzierungslage des deutschen Gesundheitssystems. Klinik jetzt dann zu wenig Zeit. Überrascht uns jetzt auch nicht. Jetzt muss ich nur kurz die Lage finden. Genau, auch da gibt es Vergleichsdaten aus 2016. Und da haben noch 49% gesagt, der Krankenhausärzte auch wieder, dass die genügend Zeit sich für Patienten nehmen können. Und jetzt 2019 waren es nur noch 37. Mhm. Also minus 12%. Also das in 3 Jahren, das ist schon drastisch. Ne? Also da ist entweder viel mehr Arbeit dazugekommen. Oder weniger Personal. Oder eben gleichzeitig das weniger Personal. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall sicherlich, haben die beiden Probleme was miteinander zu tun. So, und dann noch eins, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, sind die Daten zum Digitalen. Da gibt es, also zunächst das Positive, es gibt wachsendes Interesse an den Videosprechstunden, so. Auch im Vergleich zu 2016 11% angestiegen. Ja, ist schon ganz nett. Mhm. Aber wenn man jetzt die Ärztinnen und Ärzte fragt, dann sagen über 50%, nämlich insgesamt 54%, dass sich beim Einsatz der Telemedizin sich das Verhältnis zwischen Arzt und Patient etwas verschlechtern oder deutlich verschlechtern wird. Mhm. Und dann frage ich mich doch wieder so, okay, ist das irgendwie rein die ältere Generation oder gibt es da doch durchgehende Vorbehalte, weil das ist jetzt ja sehr blumig gefragt, ne? Ja. Aber trotzdem scheint da ja aus meiner Sicht eine diffuse Skepsis zu bestehen, die aus meiner Sicht auch nicht hundertprozentig begründet ist, aber nun mal existiert. Mhm. Ne? Und wenn sie existiert, dann nutzen es die Leute vielleicht auch weniger. Ne? Und damit bleiben vielleicht Potenziale auch nicht genutzt. Ja. Das fände ich ein bisschen
ein bisschen schade. So, ja. Ich glaube, das reicht mal dazu. Ja, wir haben jetzt ja noch einen kleinen Mini-Ticker, wo wir dann irgendwie nur ein paar Zeilen jeweils zu aktuellen News hier kommunizieren. Ich habe eins aus Bayern rausgepickt, und zwar der Systemwechsel in der Krankenhauslandschaft wird auch da jetzt mal gefordert oder zumindest mal von der Claudia Wöhler, das ist die Landesgeschäftsführerin der BARMER in Bayern. Sie sieht eklatante Fehlverteilung am medizinischen und pflegerischen Fachpersonal. Um das zu beheben, soll doch die Krankenhauslandschaft, ich nehme mal an, auch die Krankenhausfinanzierung sich anpassen. Zu lesen auch in der Süddeutschen. Ja, dann ich wollte mal darauf hinweisen, weil es ist eigentlich, haben wir es gar nicht so sehr beachtet, vielleicht nehmen wir da zur nächsten Episode, machen vielleicht auch mal so ein Kurzinterview, weil ich da einen Bekannten an der sozusagen an der Angel habe. Klingt auch ein bisschen falsch. Ich kenne jemanden, der sich damit auch beschäftigt hat, nämlich der Nutri-Score wird wohl kommen. Mhm. Zunächst wohl freiwillig, aber das hat uns ja, ich glaube, wir hatten noch mal darüber geredet, ne? Mich doch so ein bisschen überrascht, dass Frau Klöckner sich dann doch dafür entschieden hat, ne? Ja. Genau, doch dafür entschieden hat, nachdem sie ja, weil sie hätte ja auch sagen können, naja, hier die Umfragen sind Schall und Rauch und so, ne? Aber sie hat gesagt, okay, weil sie, es wirkt ja vor so, als ließe sie sich ordentlich von der Industrie beeinflusst haben, und gesagt, nee, bei dem Ergebnis, zack, ist mir scheißegal, was ihr jetzt noch sagt. Wir nehmen den Nutri-Score. Und das finde ich tendenziell eine gute Entscheidung, finde ich auch. Dann gibt es noch die News, dass die Beitragsbemessungsgrenzen steigen. In den News steht auch immer wieder deutlich steigen. Und vielleicht noch kurz zur Einordnung, die Beitragsbemessungsgrenze, das ist quasi der Deckel für die Einkommen, bis zu dem die Sozialbeiträge entrichtet werden müssen. Und die werden jährlich angepasst, und zwar angelehnt an die Einkommensentwicklung des Vorjahres. Und bei der Kranken- und Pflegeversicherung steigen die um 150 Euro im Monat auf 4.687,50. Bei der Renten- und Arbeitslosenversicherung, und da gibt es immer noch einen West-Ost-Unterschied, im Westen um 200 Euro auf 6.900 und im Osten um 300 Euro höher auf 6.450 Euro. Das ist zu unterscheiden von der Versicherungspflichtgrenze, also bis zu der Grenze Beschäftigte in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein müssen. Die wird auch angehoben, und zwar liegt die 2020 bei 62.550 Euro und damit 1.800 Euro höher als 2019. Liegen wir darüber mit unserem Podcast-Gehalt. Na. Nee, bei den Spenden, die wir hier kriegen. Okay, genau. Ich habe im Ärzteblatt, ich habe es in der gedruckten Version gelesen, gab es ein ganz interessantes Interview mit Henke. Der hat ja hier auch mal einen Teil unseres Intros zugesteuert. Ja. Und der blickt ja quasi auf 30 Jahre Berufspolitik zurück. Und das ist eigentlich ganz interessant, sich das mal durchzulesen, jemand, der sozusagen seit 1981 irgendwie Berufspolitik macht, wie der das so erlebt hat und was da so ein bisschen sich auch verändert hat, kann ich nur sehr empfehlen, unabhängig davon, wie man seine politischen Einschätzungen sieht oder seine politischen Positionen teilt, ist das einfach interessant, jemand, der so weit zurückgucken kann, Sachen einordnet. Ja. Wir schließen die News-Sektion mit der neu veröffentlichten Bertelsmann-Studie zur Überversorgung. Zumal sie aber gerade eben erst veröffentlicht wurde, kann ich auch nur aus dem Vorwort zitieren. Überflüssige und in ihrem Nutzen fragwürdige Untersuchungen, Operationen, Therapien und Arzneimittelverschreibungen schaden den Patienten. Sie können zu Verunsicherungen, Komplikationen und Folgeeingriffen führen. Zudem binden sie medizinisches Personal und Ressourcen, die für andere Behandlungen dringender benötigt werden. Wir sind den Ursachen von medizinischer Überversorgung in Deutschland auf den Grund gegangen. Vielleicht können wir beim nächsten Mal sogar ein bisschen was mehr dazu sagen, aber wie gesagt, ich habe es vor 10 Minuten gerade erst gesehen. So, dann würde ich sagen, ab zum Gespräch. Wir sprechen heute zu, ich nenne es mal, Herausforderungen in der medizinischen Forschung, und aus gegebenen Anlass, wird auch dann gleich erzählt, nenne ich das auch mal This is an Intergalactic Emergency. Unser Gesprächspartner dabei ist Professor Ulrich Diernagel, der studierte und promovierte zunächst an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, an der LMU. Nach einem Forschungsaufenthalt an der Cornell University und einer Stelle als Oberarzt an der Charité ist er jetzt seit September 99 Direktor der Abteilung Experimentelle Neurologie an der Charité und auch Gründungsdirektor des Quest Center am Berlin Institute of Health. Quest steht dabei für Quality, Ethics, Open Science and Translation. Genau, und ich würde mal sagen, der Rest erklärt sich aus dem Gespräch, und genug der Vorrede und ab zum Gespräch. Hallo. Philipp Schunke hier. Hallo. Hallo.
Ich fange mal mit einem Vorwort an. Ich bin ja der Überzeugung, dass wir gesellschaftlich, also aber auch politisch nicht mit Wunschdenken oder gefühlten Wahrheiten weiterkommen. Wir brauchen also einen Prozess, der uns möglichst zu sauberen und vielleicht auch kontinuierlichen Erkenntniszugewinn führt. Und als Menschheit haben wir bis jetzt ja noch nichts Besseres gefunden als diesen einen, sicherlich häufig sehr zähen Prozess, und den nennen wir eben Wissenschaft. Ganz konkret brauchen wir den ja, wir sind ja ein gesundheitspolitischer Podcast, um die Versorgung schlussendlich natürlich weiterzuentwickeln. Was dabei schiefläuft, dafür sprechen wir heute mit Ihnen, aber bevor wir anfangen, Sie haben ja auch gesagt, Sie sind ja häufig in Podcasts zu Gast zurzeit, aber ich glaube, diese Frage wurde noch nicht gestellt. Sie haben ein interessantes Profilbild auf Twitter zum Beispiel, und zwar, was hat es denn mit Buzz Lightyear eigentlich auf sich? Vielleicht nicht so viel, außer dass ich ihn eine witzige Gestalt finde, wegen seines Spruchs to Infinity and Beyond. Ja. Und dieser, der hat so eine, wie soll ich sagen, so einen Optimismus, den der ausstrahlt, und eine gewisse Selbstüberschätzung, meine wahrscheinlich in dem, was er angesichts schwerwiegender Probleme alles erreichen kann. Also ein anderer Spruch von ihm ist, this is an intergalactic emergency, this galaxy needs my help. Also es sind große Probleme und man braucht eine gewisse, wie soll ich sagen, einerseits Selbstironie und zum anderen auch vielleicht einen etwas unrealistischen Optimismus, dass man was dran ändern kann. Gerne. Es gibt ja sogar noch einen Spruch von ihm, den ich noch in Erinnerung hatte. Ich weiß allerdings nicht, wie der Originalzitat ist. Das ist aber sowas wie, ich fliege zwar nicht, aber ich falle elegant. Ja, ja, ja. Das so in die Richtung. Ja, ja. Ja, wir wurden ja auf dieses Gespräch oder angeregt, dieses Gespräch zu führen, nachdem Sie mit unseren Kollegen vom Kritischen Denken Podcast geredet haben. Also die haben ja einen Zweiteiler daraus gemacht. Im ersten Teil ging es ja im Prinzip auch um unser Thema, aber ich dachte, wir sollten das auf möglichst vielen Kanälen nochmal verbreiten, weil ich glaube, schon wichtig ist, dass es bei allen möglichen Multiplikatoren auch ankommt. Und wir werden natürlich den Twist in dem Gespräch versuchen, auf möglichst forschungs- oder gesundheitspolitische Konsequenzen zu fokussieren. Das geht natürlich aber trotzdem nicht, ohne dass vorher zumindest ein bisschen eine Problemeinschätzung vorgenommen wird. Sie sprechen ja häufig vom nötigen Exorzismus in der Forschung und vom Problem, dass ja vieles, was wir oder was die Forschung, die Wissenschaft in den Laboren herausfindet, zwar in Journalen publiziert wird, aber eben nicht den Weg in die Versorgung findet. Darum geht es aber ja schlussendlich um Therapieentscheidungen. Was läuft denn falsch? Ja, das ist natürlich eine sehr allgemeine und das allgemein zu beantwortende Frage. Also mit dem Exorzismus vielleicht noch als Vorrede. Also ich glaube nicht, dass wir alles exorzieren müssen, weil ich glaube schon von der Basis her läuft vieles richtig. Der Exorzismus, diesen Begriff, den benutze ich insbesondere dann gern, wenn es darum geht, Dinge, die wir im Kopf haben und die sich dort festgesetzt haben, irgendwie wieder rauszubringen. Also ein schönes Beispiel dafür ist die Interpretation des P-Werts, also dessen, was statistische Signifikanz ist, weil wir da einfach, ich kann das so platt behaupten, alle brainwashed sind und glauben, dass das etwas ist, was es ist, nicht ist, nämlich dass es uns irgendwie so eine Art Fehlerwahrscheinlichkeit oder so sagen kann. Und da benutze ich dann den Begriff Exorzismus, weil ich das an mir selber auch diesen Pfahl mir ins Herz getrieben habe, hat mich ein paar Jahre gekostet, aus dieser falschen Vorstellung herauszukommen. Die anderen Dinge, die viel weitergehen, also diese Frage der, was läuft falsch und was können wir besser machen, da ist mir der Begriff Exorzismus, da ist dieser Holznagel etwas zu drastisch. Ich glaube, das geht, wenn es irgendwie geht, mit subtileren Maßnahmen. Aber das nur als Vorrede, weil Sie ja die Frage gestellt haben, was, glaube ich, das falsch läuft. Also ich glaube, ich würde es vielleicht mal so formulieren. Ich würde sagen, für mich geht die Frage darum, haben wir ein System, was effektiv ist, wo Input und Output in einem guten Verhältnis stehen. Man kann ja nicht leugnen, dass das biomedizinische System, wenn wir jetzt darüber spezifisch reden, irgendwie funktioniert. Also erstens, in den Krankenhäusern wird therapiert und da wird gut therapiert und es wird besser gemacht, vieles als vor 10 Jahren. Und es sind irre Sachen auf dem Horizont und da kann man jetzt CAR-T-Cells und vielleicht auch Geneditierung, diese Sachen nennen. Also da ist ja irgendwas in Bewegung. Deshalb kann man jetzt nicht grundsätzlich sagen, das System funktioniert nicht. Was ich glaube, ist, dass das System funktioniert, aber sehr ineffizient ist und wir dabei auch Fehler machen. Und um da konkreter zu werden, würde ich darauf hinweisen zu sagen, ich glaube, wir machen uns in vielen der Dinge, die wir in der Biomedizin beforschen, etwas vor dahingehend, dass wir nicht robuste Befunde haben. Das heißt, wir arbeiten mit relativ geringen Fallzahlen und mit Modellen, die wir so hin
wie soll ich sagen, hingedreht ist jetzt zu negativ gesagt, also die so getuned sind, dass das dann auch ein schöner Effekt gezeigt werden kann, was vielleicht von einer pathophysiologischen Betrachtung her bis zu einem gewissen Grad sogar sinnvoll ist. Mhm. Aber wenn wir dann die Frage, die Sie ja stellen, also die Frage, was ist denn eigentlich der Beitrag am Ende für eine Verbesserung von Therapie, dass wir uns da insofern was vormachen, dass wir zwar vielleicht zu einer schönen Publikation damit kommen, weil da nicht danach eben gefragt wird, wie geht's dann weiter, sondern ist dieser Bargraph, der da drinnen ist, wie bunt ist der, wie schön ist dieser, wie sieht das alles aus und wie viele dieser briefmarkenförmigen Panels sind dann da drinnen und je mehr, desto besser. Da ist eigentlich einer der Punkte, wo ich sagen würde, da müssen wir wesentlich besser werden. Aus verschiedenen Gründen. Erstens ist es ressourcenverschwendend mit Dingen, die wir dort vielleicht nicht so abgesichert haben, wie man sie absichern müsste. Geschichten in Anführungs erzählt haben, die zwar irgendwie schön klingen, aber wir haben Sachen weggelassen, die nicht so schön geklungen haben und so. Das ist einerseits ressourcenverschleudernd. Mhm. Und zum anderen ist es natürlich, denke ich, schon noch bis zu einem gewissen Grad unethisch, weil wir am Ende und viele von uns, obwohl sie sich immer auf Translation und auf wir machen doch Dinge, die für die am Ende für den Patienten relevant sein müssten, berufen, die dann letztlich Studien erzeugen oder in Studien hineinkommen, die auf einer nicht soliden Basis stehen und damit Patienten in Studien einschleusen, die wir eigentlich mit ihnen hätten nicht machen sollen. Das ist dann nicht nur Ressourcenverschwendung, sondern das ist dann auch bis zu einem gewissen Grad unethisch. Mhm. Also das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist ineffizient. Und das Letzte, was ich noch dazu sagen würde, also sozusagen, was läuft schief, so im ganz Allgemeinen, und das ist dann der Grund, warum das so ist. Wir sind ja nicht doof, also das System, wie gesagt, funktioniert und jeder weiß, was er zu tun hat. Aber in dem System gibt es Fehlanreize und das ist dann der zweite Punkt. Also wenn man natürlich im Wesentlichen dafür belohnt wird, dass man ein tolles Paper hat und viele Drittmittel und es dann vorbei ist mit der Belohnung, dann macht man natürlich das hauptsächlich. Und deshalb, glaube ich, kommt man, wenn man da mehr drüber nachdenkt, dann zu einer Betrachtung, die einen dahin führt, dass man sagt, wir müssten unser Belohnungssystem, unser Karrieresystem ändern, um die andere Sache besser zu machen. Das wäre jetzt meine Kurzanalyse des Problems. Also ich nehme ja als Merkposten auch, also sind als Stichworte zwar nicht gefallen, aber so ein bisschen Publish or Perish Druck, ja, als aber ja, auch Drittmittelthematik würde ich da auch aufnehmen. Ein weiteren Punkt, den Sie auch angesprochen haben, ist so ein bisschen, den ich noch auch mitbekommen hatte in meiner letzten Studienphase. Ich habe es benannt als letzte große skeptische Forschungsreflexion. Ich glaube, das war vor knapp 15 Jahren. Der Ioannidis Paper, dieses Why Most Published Research Findings Are False. Und damit ja die Diskussion hatten, das war das, was Sie angesprochen hat, die Neudefinition beziehungsweise ja auch dann auch die Diskussion zur Abschaffung dieses P-Wertes. Auch da ist alles sehr holzschnittartig, aber einen kurzen Problemabriss. Ja, das Ioannidis Paper ist natürlich ein Klassiker und hat wahnsinnig viel angestoßen, ist witzigerweise eines der, ich glaube sogar das meistzitierte Papier, Artikel in der Biomedizin der letzten 10 Jahre. Das lässt ja hoffen. Und das hat ja diesen Titel, der mit diesen Why Most Published Research Findings Are False, den, glaube ich, am Anfang so manch einer noch als Provokation oder als Scherz und dass man dann dieses Paper liest, gemeint hat. Und wenn man das Paper, was ja sehr mathematisch ist, dann liest, kommt man drauf, das ist gar nicht lustig, sondern das ist eine theoretische Ableitung davon, dass eben mehr als 50% von dem, was man liest, so nicht stimmen kann, also ohne dass er ein einziges Paper studiert hat, also einfach auf der Argumentation dessen, dass diese Papers mit sehr geringen Fallzahlen, also mit zu geringen Fallzahlen operieren und zweitens, dass sie sehr von Bias-Faktoren, also von Verzerrungsfaktoren beeinflusst sind. Also dieses Paper hat wahnsinnig viel angestoßen, ist nie widersprochen worden. Also es gibt jetzt nicht 15 Papers, die sagen, why most research findings are true and Ioannidis is wrong oder so, sondern da hat es auch also wirklich nie eine intellektuelle Auseinandersetzung oder Diskurs gegeben, der dazu geführt hätte, dass irgendjemand hätte sagen können, also da hat er einen Fehler gemacht, der Ioannidis, da hat er sich verrechnet im Absatz 3 und wenn man das anders macht, dann kommt raus, dass 90% richtig sind. Das ist also, man könnte im Grunde sagen, es ist akzeptiert. Darum ist eigentlich eher, ohne dass das, glaube ich,
so reflektiert wird. Aber in Diskussionen, die ich führe, habe ich das Gefühl, dass die meisten Leute den Befund nicht anzweifeln, sondern sagen, na, so geht Wissenschaft. Also das ist halt so. Also vielleicht geht noch ein bisschen mehr an Richtigen, aber das ist, so ist der wissenschaftliche Prozess, weil man kann nicht immer recht haben und man kann nicht immer so und so Fallzahlen haben, die so und so hoch sind. Und damit müssen wir leben. Und das ist als Argument ja auch erstmal nicht wegzuwischen. Da ist ja was dran. Also dann ist man wieder bei dem Punkt, den ich am Anfang gemacht habe, die Frage der Effizienz des Systems. Sind wir sozusagen am Optimum und der Ioannidis hat zwar recht, aber das müssen wir schlucken, weil so funktioniert die biomedizinische Wissenschaft. Oder können wir, um mich auf Ioannidis zu beziehen, durch geschickte Erhöhung der Fallzahlen, durch Vermeidung von Bias-Faktoren, durch Weglassen von Studien, die wir eh nicht brauchen und so weiter, in einen Zustand kommen, wo wesentlich mehr von dem, was wir lesen, tatsächlich richtig ist. Und ich glaube, da geht die Diskussion darum, wenn es überhaupt eine gibt. Und da würde ich sagen, unbedingt, wir können diese Faktoren benennen. Es gibt sogar Belege dafür, dass wenn man an einer Schraube dreht, es hinten raus besser wird und so. Das ist sozusagen diese Ioannidis-Geschichte. Und zur Frage des P-Werts, der kommt da zwar schon vor im Rahmen dieser Diskussion der Falsch-Positiven und so. Meine persönliche, also ich weiß nicht, ob alle, die das hören, denen klar ist, was da läuft, aber ich meine, es hat vor kurzem einen Aufruf gegeben von einer Gruppe von teilweise sogar Biostatistikern, die dann auch noch unterschrieben wurde als Art Manifest von 800 anderen Wissenschaftlern, dass man statistische Signifikanz im Sinne von Teststatistiken mit Frequentist-Statistik, also dieser Nullhypothesen-statistischen Signifikanztestung, doch fürderhin bitte komplett unterlassen sollte. Mit durchaus vernünftigen Argumenten im Sinne von, dass es eben falsch verstanden wird und dass das Level vorher hat ein Paper gegeben, wo aber auch Ioannidis damals dabei, man das von 0,05 als Standard-Signifikanz-Level auf 0,005, also ein 10% hochschrauben sollte, und dann legten die anderen nach und haben gesagt, nee, also das soll man gleich ganz einstampfen. Das ist intensiv diskutiert worden, aber ehrlich gesagt, und das ist, meine ich, schon ein Merker, diese Diskussion wird ja immer unter den gleichen Leuten geführt. Also das heißt nicht, dass sie falsch ist, aber das heißt, sie geht irgendwie am wirklichen Leben vorbei. Weil wenn ich heute ein Paper schreibe und dann schreibe ich, wir haben keine Statistik gemacht, weil in einem Paper vor ein paar Wochen haben 800 Leute gesagt, das sollte man aufgeben, dann ist ein Witz. Also das wird so nicht passieren. Wir sehen davon, dass man auch was dagegen sagen kann. Also Ioannidis hat sich gegen dieses Paper ja sehr stark gewendet, meiner Meinung nach zu Recht, weil er gesagt hat, wir haben eh schon, wir ertrinken in Falsch-Positiven. Und wenn wir jetzt gar keine Testung mehr machen, dann kann jeder alles behaupten. Wir werden dann in totalem Schwachsinn ertrinken. Und ich glaube, er hat recht. Aber es ist auch eine theoretische Überlegung, weil das wird so gar nicht passieren. Also für mich ist diese ganze Statistikdiskussion zwar einerseits interessant, Und da tauschen sich sehr kluge Köpfe über sehr richtige Dinge auseinander, und die wissen, was Bayes-Faktoren sind, und die wissen, was Bayesche Statistik ist und was Nullhypothesen-Signifikanztestung ist, und die wenden das auch alles richtig an und interpretieren das mit der gebotenen Zurückhaltung. Aber das geht völlig an dem vorbei, was heute der State of the Art, was die Leute eigentlich, was wir als Wissenschaftler von... Also täglichen Realität quasi. Genau, was wir davon erwarten und wie wir es benutzen. Und deshalb wäre mein Ansatz, und ich denke auch, dass Ioannidis übrigens auch dann so argumentiert hat, dass das nichts nützt, das zu sagen, das schaffen wir ab, oder auch es nur wenig nützt zu sagen, wir gehen auf 0,05, also 0,005, sondern wir brauchen, das ist hauptsächlich Education im Grunde, ein verbessertes Verständnis darin. Also ich gebe auch Kurse in solchen Sachen, und da merke ich einfach immer, da kommen wir wieder zum Exorzismus, dass man dort etwas exorzieren muss, ein falsches Verständnis. Und da ist das mit dem P-Wert und der Signifikanz insofern ein schönes Thema und Einfallstor, weil man da beginnt, wird man gezwungen, über vieles nachzudenken, was man immer unterstellt hat. Also ich kann jetzt nur ein Beispiel nennen, was für mich der totale Augenöffner war vor 10 oder 15 Jahren, als ich da zum ersten Mal drüber nachgedacht habe, was den meisten Leuten vollkommen unklar ist, ist, dass die Wahrscheinlichkeit der eigenen Hypothese, die man untersucht und die man dann in einem statistischen, wenn man Ergebnisse hat, einen statistischen Test macht, dass die Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese
einen entscheidenden Einfluss darauf hat, wie man diesen P-Wert interpretieren muss, im Sinne von, also wenn das jetzt wahnsinnig unwahrscheinlich ist, was man dort untersucht, dann ist der Fehler, den man macht mit dem gleichen P-Wert viel, viel größer, als wenn man etwas sehr Wahrscheinliches untersucht. Und das, was jetzt so harmlos klingt, ist alles andere als harmlos, weil wir als Wissenschaftler in der Regel, vielleicht aus gutem Grund, ich weiß es nicht, nicht darüber nachdenken, wie wahrscheinlich unsere Hypothesen sind, ist auch erstmal nicht so wahnsinnig sinnvoll. Wir haben ja biologische Überlegungen und so, aber Fakt ist, dass wir doch alle hoffen, sozusagen am Käfig zu rütteln und ganz tolle Sachen, neue Sachen zu finden. Und neue Sachen haben per se, per Definition, die Wahrscheinlichkeit, dass sie so gar nicht richtig sind, weil sonst wüsste man sie ja schon. Das heißt, die guten Wissenschaftler, die Spannenden, die vielleicht später auch ganz tolle große Preise kriegen, die untersuchen zunächst relativ unwahrscheinliche Dinge. Und damit sind die Sachen, die dann rauskommen und wo sie eine statistische Signifikanz haben, mit großer Wahrscheinlichkeit falsch positive. Und einmal ziehen sie dann eine Karte und dann ist es was Richtiges. Aber das als Beispiel, einfach eine Überlegung, wie wahrscheinlich ist eigentlich meine Hypothese? Man wird es ja nie wissen, aber wie wahrscheinlich, einfach die Überlegung, dass das eingeht in die Interpretation der Statistik, die ich dort mache. Wenn Sie das heute jemandem sagen, der kein Mathematiker, kein Statistiker ist, die gucken Sie an und sagen, spinnst, das ist doch Quatsch. Und das sozusagen zu überwinden durch, letztlich ist es eine Art von Bildung, von Education. Also da führt einen diese P-Wert-Diskussion hin und das finde ich auch gut, aber den P-Wert abzuschaffen, damit haben wir nichts. Eine Sache, die ich noch ergänzen wollte als Frage, ist ja, wie Sie damit umgehen. Sie titulieren ja Ihre Beiträge, wenn ich mich richtig entsinne, anders. Also es geht ja um das Ergebnis und ob das Ergebnis quasi, wir haben herausgefunden das, oder ich glaube, Sie nennen das dann ein Exploratory Study. Ja, also dass wir uns einfach ehrlich machen in dem, was wir da machen. Es gibt ja so ein paar basale Punkte, die, wenn man die angeht oder wenn man die verstanden hat, dass man sich darum kümmern muss, dann hat man schon 75% von dem gelöst, was man eigentlich lösen müsste. Einer ist dieses Verständnis von Statistik, im Wesentlichen eher, was es nicht ist, als das, was es wäre. Und das andere ist die Unterscheidung zwischen Exploration und Konfirmation. Also die meisten Wissenschaftler, die ich kenne, ich selber auch in dem, was ich meistens gemacht habe und auch mache, machen wir Exploration. Das heißt, wir durch eine ziemlich komplizierte Mischung von was wir gelesen haben, was wir aber auch schon experimentiert haben, was wir irgendwo auf Kongressen gehört haben und so, generieren wir Ideen und diese Ideen setzen wir dann in initiale Pilotexperimente um und daraus formulieren wir Hypothesen und dann machen wir ein Experiment und dann publizieren wir das. Und dann ist vorbei. Und das, warum ist dann vorbei? Weil wir glauben, wir haben das gezeigt. Und was ist der Beweis dafür, dass wir es gezeigt haben? Das ist ein P-Wert von 0,035 und dann haben wir das jetzt gezeigt. Und das ist auch erkenntnistheoretisch falsch, weil was wir gemacht haben, ist, wir haben tatsächlich nichts anderes gemacht, als eine Hypothese plausibilisiert. Die haben wir jetzt aufgestellt und durch dieses Experiment untermauert. Um diese Hypothese zu belegen, müssten wir sie replizieren, konfirmieren. Mit neuen Daten, idealerweise sogar unter anderen Bedingungen, also an der Operateur oder an das Gerät und so, um systematische Fehler auszuschließen. Kann man lange darüber diskutieren, wie das dann ausschauen müsste, aber grundsätzlich müsste man es nochmal machen und zwar in der Regel auch mit einer größeren Fallzahl. Und dann kann man sagen, man hat es konfirmiert und dann kann es immer noch falsch sein, aber dann hat man eine Basis dafür zu sagen, Phänomen A ist Phänomen A. Die 90% unserer Wissenschaft besteht aber aus Exploration, die wir, und zwar gar nicht in bösem Willen, sondern eher unter einem falschen Verständnis dessen, was da eigentlich stattfinden müsste, die wir als Konfirmation verkaufen. Also wenn Sie heute Papers lesen, dann sind die Überschriften immer Factor X is a transcription factor and a possible target for treatment of cancer, keine Ahnung. Also so, da ist immer die Suggestion da, also wir haben das Phänomen gezeigt und es ist so und dann steht meistens in der Diskussion und schon im Abstract, dass das einen ganz neuen Weg für eine Handlung aufzeigen wird oder werden könnte. Das ist aber falsch und da liegt schon ein Gutteil des Problems versteckt, weil wir so weit nicht gehen können. Wir können sagen, wir haben eine Hypothese aufgestellt
Und deshalb schreiben wir jetzt, also in unsere Paper, die wir so machen, immer in den Titel, um das kristallklar zu machen, an exploratory study. Oder also wir machen von vornherein klar, wenn es das ist, weil selten genug macht man ja Konfirmationen aus verschiedenen Gründen. Ist nicht so beliebt im Sinne dessen, wie es Karrieren fördert. Es ist auch schwieriger, Genehmigungen dafür zu kriegen. Es ist noch schwieriger, Geld dafür zu bekommen, obwohl das BMBF jetzt gerade eine Ausschreibung erstmals für solche konfirmatorischen präklinischen Studien hatte. Das ist also schon, da sieht man, da bewegt sich was. Aber es ist zugegeben, es ist nicht so sexy und es müsste aber Teil der wissenschaftlichen Arbeit sein. Und das ist es eben nicht. Müssten nicht auch Journals von sich aus vielleicht auch genau diese Frage machen und dann einfach nebendran schreiben, hört man Nature, zu. Nature hat mal einen Kommentar veröffentlicht von Malcolm McLeod und Jeff Mogill. No exploration without confirmation. Und deren Vorschlag war, dass zumindest auf dem Level von Nature oder von Cell, also von diesen super Journals, wo, wenn man zwei Arbeiten drinnen hat, man eine Pensionsberechtigung mit 65 erwirbt, weil man eine Professur dadurch kriegt und so weiter, dass in diesen, auf diesem Level es doch eigentlich einfach in Anführungszeichen wäre, wenn das Journal, in dem Fall jetzt Nature, sagen würde, okay, ihr habt dieses tolle Paper, aber ihr müsst, damit das publiziert wird, die zwei, nicht alles natürlich, nicht jede Briefmarke, die dort als Abbildung drin ist, sondern sozusagen die zwei, drei Schlüsselbefunde, die Pivotal Findings, die müsst ihr entweder selber oder mit anderen repliziert haben. Das wäre für die eine Kleinigkeit. Sie haben zwar den Kommentar veröffentlicht, aber keine Schlüsse daraus gezogen. Also es gibt dieses Format nicht und sie verlangen es den Leuten auch nicht ab. Und wenn ich jetzt gehässig wäre, würde ich sagen, ich habe auch eine Vermutung, warum das so ist oder was passieren würde, wenn man das so machen würde, dann würden die nämlich 90% ihrer Papers verlieren oder nicht mehr publizieren können, weil diese Konfirmation sich so nicht einstellen würde. Das ist einfach so. Also ich kann das aus der eigenen Praxis sagen, wir machen solche Konfirmationen, versuchen sie zumindest auch in Industriekollaborationen, wir machen sowas auch für und mit der Industrie. Wir haben noch es klingt jetzt ganz schlimm, aber wir haben noch kein einziges dieser Dinge konfirmieren können, die uns die gegeben haben. Wow. Also das ist einfach schwierig. Und da sind so viele Falsch-Positive unterwegs. Und wenn man die dann zusammensetzt, also in der täglichen Arbeit, also man macht was Positives, das funktioniert, und dann macht man was Negatives, das lässt man dann beiseite, berichtet auch nicht drüber, macht eine andere Technik und da funktioniert einmal was, dann funktioniert nicht. Also man geht da durch ein Labyrinth quasi durch und am Ende kommt man hinten raus und hat eine Menge von Befunden und eine Story. Und die verkauft man dann als einen quasi linearen Weg durch von einer Idee. So sind diese Papers ja übrigens auch geschrieben. Diese High-Level-Papers, da fängt jeder Absatz an mit Next We. Das ist so, wie wenn die morgens in der Dusche wären und Sie wissen genau, was am Abend sozusagen wie die Seite aussieht in dem Nature-Heft. Und Sie haben es in der Dusche schon gewusst, mussten das aber dann nur next, next, next. Da ist nie ein negativer Befund dabei. Da ist nie irgendwie, dann haben wir das probiert und dann war es nichts, dann haben wir noch was probiert, war auch nichts und das dritte haben wir und dann war es so. Am Schluss ist es eine komplett lineare Story. Und ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen. Im Grunde ist es auch ja so geht auch Wissenschaft, da ist gar nichts dabei. Also, nur man müsste wissen, was die gemacht haben. Es ist nämlich keine lineare Geschichte. Das ist dieser berühmte Garden of the Forking Path, was da als Metapher dafür verwendet wird, für dieses Vorgehen. Wir wandern da durch so einen Garten. Ich denke, man kann es auch mit einem Labyrinth vergleichen, ohne dass wir den Leuten sagen, dass es ein Labyrinth ist. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch oder als wäre das irgendwie nur so eine Art, naja, das kann man schon so sehen, aber das hat tatsächlich ganz dramatische Auswirkungen auch für die Statistik, wie man sowas macht. Nicht nur für das, dass man berichten müsste, was man alles gemacht hat und diese Daten uns zeigen und diese Daten auch in die Statistik mit einbringen. Das heißt also mit anderen Worten, für all diese Experimente, sowohl für alle, die man gemacht hat, als auch für die schiefgegangen sind, müsste man korrigieren im Sinne der multiplen Vergleiche. Damit wäre nichts mehr auf einem irgendwie uns bekannten Statistikniveau ist statistisch signifikant. Es wird noch viel verrückter, wenn man das zu Ende denkt, kommt man auf den Wahnsinn, der bedeutet, dass wenn man das verstanden hat, dass das so ist, dann müsste man jede Kreuzung, die man nach links gegangen ist, also man hat dann einen Westernblot mit dem Antikörper gemacht, man hätte aber auch noch fünf andere nehmen können,
die hätte man ja nehmen können. Die müsste man in diese Korrektur mit einführen. Man müsste also für alles, was man hätte machen können, auch korrigieren, was man nicht gemacht hat. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, das geht nicht. Und das ist ein formaler Grund, der übrigens in dieser Diskussion mit den P-Werten, dass man sie abschaffen soll, nie geäußert wurde. Und das ist meiner Meinung nach ein Fehler. Das ist für mich der einzige Grund, warum in so einer explorativen Vorgehen die Teststatistiken eigentlich bedeutungslos sind, weil sie ihre Bedeutung darüber verlieren, dass man so viele Dinge macht und man hätte noch mehr machen können. Das hat aber dann nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie mit 0,005 noch besser ist oder irgend sowas. Ich bin trotzdem dagegen, es abzuschaffen, weil dann der Damm natürlich komplett bricht. Aber diese Idee dieses explorativen Vorgehens, gegen das überhaupt nichts zu sagen ist, das ist eigentlich sozusagen eine der vornehmsten Abteilungen unserer Wissenschaft. Mhm. Und auch derer, der wahrscheinlich am meisten Spaß macht. Aber der Spaß muss irgendwann mal dann ein Ende haben. Und wir müssen die relevanten Befunde, die wir haben, die dazu führen, dass noch ein PhD-Student 3 Jahre sich damit befasst. Mhm. Oder noch wichtiger, dass man eine Substanz, die man in der Maus ausprobiert hat, zum Menschen bringt. Mhm. Solche Dinge. Für diese Übergänge muss konfirmatorisches Wissen erzeugt werden. Und das, ich möchte nicht sagen, dass es nie vorhanden ist, aber das ist in den wenigsten Fällen tatsächlich vorhanden. Und das ist einer der Gründe, warum, glaube ich, und für einiges gibt es sogar Belege, das ist einige der Gründe dafür, warum so viele der klinischen Entwicklungen dann scheitern, weil die standen auf Sand und sind in dem Sand abgesoffen. Aber kann man dann sagen, dass es zu einem gewissen Grad ein kommunikatorisches Problem ist, insofern, als dass man einfach transparent, also ich meine, Nature muss ja nicht auf die Publikation vielleicht ganz verzichten, sie müssten aber transparent machen, hier geht es um, hier haben wir eine Hypothese generiert, hier haben wir nicht ein Ergebnis präsentiert und so ist es, sondern wir haben hier eine Hypothese, die so spannend ist, deswegen erscheint sie auch in Nature, dass jetzt die Kernarbeit losgehen muss, um sie zu konfirmieren. Die anderen kommen und so weiter. Ja, ich würde jetzt, ja, ich glaube, ich könnte mich damit zufrieden geben und auch sagen, ja, wenn es eine Frage der anderen Darstellung von dem, was wir machen, es wären die gleichen, am Ende wären es fast die gleichen, wahrscheinlich wären es die gleichen Experimente. Der Titel wäre anders, die Diskussion wäre grob anders, die würde auch viel mehr der Limitationen bringen und würde dazu auffordern, gewisse Dinge nochmal nachzumachen. Und das Paper würde deshalb auch anders aussehen und das würde ich dann unter dem Stichwort Transparenz auch verorten wollen, dass in dem Paper auch all die Sachen drinnen wären, die nicht geklappt haben. Und damit meine ich jetzt nicht den Plot, der schiefgegangen ist, weil man gestolpert ist oder weil irgendwas Technisches schiefgegangen ist, sondern ich meine die Ansätze, da hat man eine Maus machen lassen, eine Knockout-Maus, und das war eine wunderbare Knockout-Maus, aber der hat nicht den Phänotyp gehabt, den man da haben wollte in dieser Story. Da hat man noch eine machen lassen und da hat es funktioniert und man bringt die, wo es nicht funktioniert hat, die bringt man nicht. Das heißt auch nicht, dass man immer das zu Ende experimentieren muss, warum das jetzt an der Stelle so oder so nicht funktioniert hat oder warum es da funktioniert hat. Aber das Wissen, warum man nach links gegangen ist und nicht nach rechts, diese Dinge, das wäre auch meiner Meinung nach letztlich einfach zu haben. Leute würden von dem Wissen profitieren, weil sie dieses Wissen für sich selber auch verwenden können. Der Nachteil, und das habe ich zuerst schon mal anders formuliert, aber ich sage es jetzt nochmal anders. Der Nachteil an dem Ganzen ist es, und deshalb ist es auch so unbeliebt, dass die Story ist damit nimmer so sexy, weil alles nimmer so spektakulär ist. Es ist, über allem steht plötzlich ein Fragezeichen, wo vorher ein Ausrufezeichen stand, ein Claim, dass wir Alzheimer in 10 Jahren damit lösen. Der findet sich plötzlich gar nimmer, sondern der Satz lautet, das könnte ein Beitrag sein ein kleiner Beitrag im weiteren Verständnis von neurodegenerativen Erkrankungen und so. Also die ganze Hype, die wir da kultivieren, die würde nicht mehr vorkommen. Und aber das ist ja gar nicht schlecht, das würde ich ja fast als positiv. Toll, aber die Journals wobei ich will jetzt den Journals ja gar nichts anhängen, wir sind ja die Kunden von den Journals. Also das Journal macht nur das, was wir wollen. Also im Grunde gucken wir da in den Spiegel, das sind wir, die das so wollen. Ich könnte mir andererseits vorstellen, gesellschaftlich könnte das vielleicht tatsächlich den positiven Effekt haben, also weil es gibt ja auch eine gewisse Frustration ob der Forschung, ne? Also weil ich meine, man hat ja vor 20 Jahren schon gelesen,
was alles heilbar sein sollte, und man wartet immer darauf, dass das dann jetzt auch endlich passiert. Und wenn da eine gewisse Zurückhaltung herrschen würde, würde man vielleicht auch einen größeren Respekt. Das ist aber vielleicht. Also das, ja, ist, das ist ein richtig Gedanke, ja. Über den mache ich mir auch Gedanken. Erstens, und zwar zum einen denke ich tatsächlich häufiger darüber nach, genau wie Sie sagen, also wir haben den Krebs schon 10-mal geheilt und den Alzheimer und alles haben wir schon eigentlich noch nicht, also mir ist noch niemand über den Weg gelaufen, der sich beschwert hat, dass wir immer gesagt, dass wir da immer Wolf schreien würden und dann kommt keiner. Also komischerweise, da ist, glaube ich, so ein Vertrauen in die Wissenschaft und dass wir hehre Motive haben und dass das alles gut ist und dass es halt kompliziert ist, was es ja wirklich ist. Und das andere ist, glaube ich, natürlich, ich denke auch manchmal an die Politik, wenn die Politik, die ja letztlich über das BMBF und über viele andere Fördermaßnahmen uns fördert und das dann als ihre Leistung vor ihren Wählern verkaufen will, den Politiker möchte ich sehen, der sich hinstellt und sagt, also mein Verdienst als, sage ich jetzt mal, Forschungsminister war es, den Jungs da mal gesagt zu haben, sie sollen sich nicht so haben, sie brauchen nicht immer so auf den Busch klopfen, sie sollen sich auf das konzentrieren, was sie am besten machen, nämlich ihre Experimente, die Hype lassen wir weg, wir publizieren die negativen Sachen und. Und unter meiner Forschungsministerschaft hat es kein Paper mehr gegeben, wo wir was behauptet hätten, was wir da nicht eingelöst haben. Das würde ich eigentlich toll finden, aber der Mann oder die Frau, die würde mir leid tun, weil ein Forschungsminister sich hinstellen muss offensichtlich und sagen muss, meine Partei und unser Programm war es, den Krebs auszulöschen oder was auch immer. Und das ist für uns Wissenschaftler die Einladung, uns dem anzudienen und zu sagen, die Hand zu heben und zu sagen, wisst ihr was, ich hab die Lösung, ich weiß, wie es geht. Müssen wir nur das Geld geben und eine Professur dazu. Wir sind bei der Hauptfrage angelangt. Ich fasse auch gleich mal zusammen die letzten beiden Fragen. Und zwar, also ein bisschen sind wir schon darauf eingegangen, auch mit Ihren Empfehlungen für den Forschungsminister. Aber erstmal sozusagen wäre auch der Schritt sozusagen, was können eigentlich Einzelne tun? Also wir haben das Thema Bildung angesprochen schon. Also das sind ja die Forscher selber. Vielleicht auch, was können Universitäten machen, um andere Incentives zu setzen? Was können Forschungseinrichtungen machen? Publikationen hatten wir auch schon angesprochen. Und dann packe ich gleich mit rein, da kommt da bestimmt noch mal eine Nachfrage, was, wenn Sie freie Hand hätten, dem BMBF zum Beispiel Vorschläge zu machen, wie würde denn Ihre Forschungspolitik dann aussehen? Also was die einzelnen Stakeholder machen können, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich und teilweise sehr begrenzt. Also die Leute, mit denen ich rede, häufig, sagen wir, unsere Studenten, die machen zwar die Forschung, aber die sind das schwächste Glied, weil die wollen eine Karriere in der Wissenschaft machen. Und wenn die sozusagen diese Regeln, die ich da ja teilweise kritisiere, nicht an, sozusagen auch anfangen zu kritisieren, dann buchen sie sich in dem System aus, sofern sich das System nicht ändert. Und dann ist man relativ schnell beim System. Und das System besteht natürlich zum Teil aus uns. Und das sind jetzt aber nicht mehr die PhD-Studenten und die jungen Doktoren, sondern das sind die arrivierten Professoren. Und da würde ich mir schon ein bisschen mehr erwarten, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich kann es mir schon erlauben, als tenorisierter Professor vielleicht ein Paper mit Exploratory zu überschreiben und hier negative Dinge reinzuschreiben. Und dann wird es halt nicht in Nature, sondern in Plos One veröffentlicht. Davon hängt meine Pensionsberechtigung jetzt nimmer ab. Aber das machen, glaube ich, die wenigsten. Und da würde ich doch sagen, können auch die einzelnen Wissenschaftler was tun. Dann kommen natürlich die Institutionen, wo wir ja sitzen. Also man muss ja immer, wenn man von Journalen redet und von all diesen Agenten, dann da sind ja immer Leute dahinter. Und das sind immer irgendwie wir in verschiedener Verkleidung. Also die Institutionen, der Dekan, der war vorher und ist es teilweise selber noch Wissenschaftler, der ist also auch, der weiß auch, was da läuft. Aber dort werden die Regeln gesetzt, wie man Professuren bekommt. An der Charité zum Beispiel haben sich diese Regeln schon etwas geändert und wir fragen die bei der Bewerbung von Professuren plötzlich so Dinge ab wie, was haben sie denn für Open Science gemacht, haben sie schon mal Nullresultate veröffentlicht und so. Okay. Nicht, dass man an der Charité jetzt eine Professur kriegt, wenn man 10 Nullresultate veröffentlicht hat, aber die Diskussion wird zumindest mal gefördert und wir verwenden auch andere Metriken. Also ich glaube, die Institutionen können da wahnsinnig viel machen und das ist im Wesentlichen im Bereich der Karrieren. Was gucken wir uns an, wenn wir die, zählen wir jetzt nur Nature Paper und akkumulieren die Drittmittel? Oder
interessieren wir uns für das Forschungsnarrativ und fragen auch mal nach, wie robust das alles ist. Die Fördergeber, die haben vielleicht sogar die größte Macht in dem Ganzen. Und von denen geht derzeit auch die sozusagen, das ist der Kern der Bewegung. Da passiert auch am meisten nicht die DFG, weil die DFG nicht so sehr, ich will vorsichtig sein, nicht so sehr die DFG, die hat auch einiges schon geändert in letzter Zeit, aber die DFG sind ja wir selber, das ist immer auch sehr stolz drauf, dass das also ein schlanker administrativer Apparat ist, aber alle Entscheidungen werden sozusagen von den deutschen Wissenschaftlern selber gefällt. Also wir kriegen das, was wir wollen, das ist ja auch richtig. Aber in anderen Ländern, also wenn man zum Beispiel nimmt den Wellcome Trust zum Beispiel oder auch wenn man Fördergeber in Deutschland nimmt, die eben, wie soll ich sagen, nicht von uns abhängen, wie zum Beispiel der Volkswagen Stiftung oder so, da passiert sehr viel. Die ändern, weil die nämlich festgestellt haben, sie geben Geld aus für Resultate, die am Schluss nichts wert sind. Ja. Und deshalb ändern die jetzt gerade zum einen ihre Anforderungen an Anträge, also plötzlich fragen die, wie habt ihr das gemacht und stellt ihr oder sie fordern dazu auf, transparenter in der Ergebnisdarstellung zu sein und so weiter. Oder sie legen geradezu Programme auf. Und jetzt muss ich tatsächlich nochmal lobend das BMBF erwähnen, was also vor ein paar Monaten sensationellerweise, und sowas gibt es nur in Deutschland, einen Call rausgebracht hat für konfirmatorische präklinische Studien. Also Faust aufs Auge, genau sowas braucht man. Bis jetzt haben alle Leute gesagt, zu Recht, dafür kriegt man kein Geld, wir würden es ja gern machen. Aber jetzt kriegt man Geld dafür und das ist toll. Also da ändert sich was. Die Journale, na das sind ja eh unsere Sklaven, die nehmen wir zahlen unsere Sklaven zwar, aber die nehmen ja unsere Papiere und wir sind die Reviewer und in der Regel sind wir dann auch noch die Editoren und so. Das ist eigentlich fast eine abhängige Variable. Da sehe ich eigentlich die größte Verantwortung bei diesen Superjournalen und auch da will ja nicht immer nur kritisch sein. Also die Nature, muss ich sagen, die haben zwar in letzter Zeit sich auch einige Paper-Eier da gelegt, aber grundsätzlich hat Nature schon vieles jetzt geändert, also auch in dem, was die Anforderungen sind. Wer da heute mal ein Paper einreicht, der wird kaltschweißig, was man da alles offenlegen muss und machen muss. Vieles davon geht meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Dass die am Ende natürlich immer noch davon leben, nur Spektakuläres zu veröffentlichen, ist ihr gutes Recht. Und dann muss man vielleicht auch akzeptieren, dass manches davon am Schluss sich nicht umsetzen lässt. Aber die breite Masse der Journale von den Societies und so, also ich glaube, da tut sich tatsächlich auch ein bisschen was schon. Mhm. Aber die Hauptveränderung meiner Meinung nach kommt derzeit von den Fundern. Also in Niederlanden ist das System umgekrempelt worden. Die Engländer sind dabei, das System umzukrempeln. Selbst am NIH weht ein gewisser Wind, der in die richtige Richtung geht. In Deutschland sind wir vielleicht ein bisschen hinterher, aber wir machen es dann immer sehr gründlich. Also vielleicht kommt das ja alles. Nein, es tut sich was. Also ich bin jetzt da gar nicht so nett. Da kommt der Buzz Lightyear wieder. Also it's an intergalactic emergency. Aber irgendwie schaffen wir es schon. Ich finde ja persönlich diesen Call oder diese Ausschreibung für konfirmatorische Studien ganz spannend. Könnte ja auch irgendwas sein, was sich Universitäten ja auch vielleicht auch als eigenes Qualitätsmerkmal ans Revier heften wollen. Ja. Unbedingt, ja. Ja. Das kann also Strahlkraft haben in verschiedenste Richtungen. Wir haben selber hier am Quest Center im BIH letztes Jahr, das war so eine Art Präludien oder Fingerübungen, mal zu sehen, wie sowas geht, einen Call für Replikationen ausgeschrieben, haben dann auch zwei gefördert. Also wo quasi institutionelles Geld hier an der Charité BIH verwendet wurde, um ausgewählte Befunde zu replizieren. Und das ist ja, ich sage ja nicht, dass das alles so einfach ist und dass die Sachen, die ich jetzt vorschlage, dann das in Windeseile umkrempeln. Das ist alles nicht so einfach. Also dafür muss man auch erst die Instrumentarien entwickeln. Und das ist überhaupt eine Definition. Wie müsste dann so eine Konfirmation aussehen, um sie als so eine zu behaupten? Was hat man, wenn man sie gemacht hat? Wie viel sicherer ist man sich geworden? Welche Studiendesigns sind effektiv? Welche sind weniger effektiv? Das ist aber auch das Schöne an der BMBF-Ausschreibung nochmal, weil die stellt genau solche Fragen auch. Also die fördert einerseits, ich glaube, 10 oder 20 Projekte werden dann schlussendlich, die werden gerade ausgewählt, gefördert. Aber das Ministerium interessiert sich ganz spezifisch auch dafür, was sind das für Projekte, was für Schwierigkeiten haben die auf dem Weg und wie kann man denen helfen? Also das wäre jetzt vielleicht noch mein letzter Satz, was man machen kann und müsste. Und da sind natürlich die Institutionen dann auch stark gefragt.
ich unterstelle den meisten Wissenschaftlern, dass sie das alles gut und richtig machen wollen. Aber sie stehen unter immensem Druck, soll zu publizieren, die Drittmittel zu bekommen, nicht sozusagen da mal in eine Lücke zu geraten, die sie dann aus dem System ausbucht oder so. Mhm. Und damit sind die aber schon beschäftigt. Das ist wahnsinnig viel. Und manche, die bei uns in der Unimedizin arbeiten, machen dann noch Klinik und viele machen auch noch Lehre daneben und so. Wenn man jetzt kommt und sagt, ah, ihr müsst aber schon mal schauen, wie das ist mit euren Studiendesigns und vielleicht müsst ihr auch noch konfirmieren. Mhm. Und übrigens der P-Wert, da könnt ihr mal drüber nachdenken, was der eigentlich ist. Und wenn ihr es rausgefunden habt, seid ihr euch vielleicht nicht mehr so sicher. Also das sind ja alles Dinge, die kosten einerseits Zeit, um sie überhaupt zu mentalisieren und sich klarzumachen, was da ist. Und in der Umsetzung dann noch mehr Zeit. Und deshalb müssen wir insgesamt in dem System mehr Mittel bereitstellen, die können wir woanders wegnehmen. Das müssen gar nicht mehr Mittel sein. Wir können weniger Studien machen, die nichts taugen, die lassen wir weg. Mhm. Und diese Mittel nehmen wir dafür, den Leuten zu helfen, es besser zu machen. Mhm. Sozusagen ihnen, das kann sehr Konkretes sein, das kann in der Studienplanung sein, das kann die Verwendung von elektronischen Laborbüchern sein, für die man dann aber Lizenzen braucht und Hilfe in der Installation und so. Da gibt es zig Sachen, die man machen kann, aber das kann kein einzelner Wissenschaftler machen, sondern das muss eine Institution machen. Wunderbar, wir haben ja eine ganze Menge Punkte gemacht. Es ist immer nur ein kleiner Einblick und wir haben festgestellt, dass es ein sehr zäher Prozess ist, es gibt ja keine Alternative. Insofern to infinity and beyond, wir bleiben dran. Okay. Dann danke ich für das Gespräch. Ich danke. Tschüss. Okay, tschüss. Und damit zu unserem Held der Gesundheit. Heroes of Medicine. Wir erinnern heute an den vor 4 Jahren verstorbenen David Lawrence Sackett. Der kanadische Mediziner gilt als einer der wichtigsten Pioniere der evidenzbasierten Medizin und nimmt dadurch natürlich in diesem Podcast einen Ehrenplatz ein. Er gründete 1967 an der McMaster University in Hamilton in Ontario in Kanada die erste Universitätsabteilung für klinische Epidemiologie und Biostatistik und entwickelte dort Konzepte der klinischen Epidemiologie und wissenschaftlich fundierten Patientenversorgung, die dann seit Anfang der 90er ungefähr unter der Bezeichnung auch evidenzbasierte Medizin weltweit Verbreitung fanden. Sackett war von 94 bis 99 Gründungsdirektor des Center for Evidence-Based Medicine des National Health Services an der Universität Oxford in England und in dieser Zeit auch Wegbereiter der evidenzbasierten Gesundheitsversorgung in Europa. 2000 wurde er dann in die Canadian Medical Hall of Fame aufgenommen. Daraus eine Nachschrift: Dr. Sackett has made significant contributions to how we measure the presence of disease in populations and in particular how we assess the effectiveness of various forms of treatment. By employing precise models and innovative approaches, he has emphasized the importance of clinical trials and other forms of objective evidence in evaluating what the various possible forms of treatment accomplish and how they can be made more effective for the patient's benefit. His textbook, Clinical Epidemiology, A Basic Science of Clinical Medicine, has gone through several editions and is a classic in the field. Schließlich dazu zu empfehlen auch eine Episode zu ITT-Analysen von unseren Kolleginnen vom Evidenzgeschichten-Podcast. Der Link befindet sich ebenso in den Shownotes wie auch ein Link zum deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, die nämlich jährlich den David Sackett-Preis vergibt. Und zwar für herausragende wissenschaftliche Leistung auf dem Gebiet der evidenzbasierten Medizin und Gesundheitsversorgung in Forschung, Lehre und bei der Verbreitung der Anliegen der EBM. Erinnert euch also am 17. November an den 85. Geburtstag dieses Helden der evidenzbasierten Medizin. So, und damit weiter. Pascal, wie sieht's denn auf dem Kontaktanzeigenmarkt aus? Ich habe sogar mehrere. Ich habe, nachdem ich mich ja beim letzten Mal beschwert habe, dass meine Ärzteblätter nicht kommen. Hast du jetzt einen Stapel bekommen, nachgeschickt? Habe ich dann kurz darauf dann 3 auf einmal gekriegt. Also vielleicht hat jemand zu. Ich denke, Rebecca wird das organisiert haben. Aber ich fand es dann ganz witzig, dann kam plötzlich tipp, 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 tipp. Na gut. Und in 2 davon war auch was Interessantes drin. Und zwar, ich zitiere: Verhinderter Jakobswegpilgerer. Rechter Mittelfuß 5 Basisinfraktion. Ich übersetze das jetzt mal hier, die Abkürzung.
Klammer auf, Rechtsanwalt, 48, 1,76 Meter groß, sportlich, Klammer zu, aus Raum Dresden, sucht Ärztin ab ca. 35 für Autowanderung auf den Spuren des heiligen Jakobus rund um Santiago de Compostela vom 12. Na okay, das Datum müssen wir jetzt hier nicht dazu packen. Er sucht eine Ärztin, spontan, weil er ja halt... Vielleicht braucht er noch ein bisschen Pflege, ich weiß es nicht. Klammer auf, maximal bis 48 Stunden vor Abflug. Wow, besitzt einen Führerschein, kulturell und religiös interessiert, Spanischkenntnisse erwünscht und spricht mich gerne an. Ist auf jeden Fall ganz nett. Cool, dass jemand so flexibel ist und sagt, na, wenn er 48 Stunden jemand vorher hat, dann sagt das halt ab und ansonsten wartet er tatsächlich drauf. Also, aber ich könnte mir vorstellen, dass das klappt, oder? Also, ach ja, klar. Wäre der jetzt nicht so. Sollten wir ihn mal anschreiben, ob er jemand gefunden hat, ob er berichten möchte, wer sich dann gemeldet hat. Das fand ich auch, großartig fand ich auch. Er, Globetrotter, Mitte 40, ohne Vorgeschichte, ohne Facebook, ohne Körperbemalung, sucht dich. Den Rest lasse ich weg. Der Start war schon großartig genug. Ja, das andere habe ich nicht verstanden, dafür bin ich vielleicht zu jung. Hier, auf dem Laufsteg musst du mich fragen. Dankeschön. Okay. Auf dem Laufsteg gehen ist nicht mein Hobby. Achtsamkeit, kein Tippenbekenntnis, sondern praktizierte Lebensform. Und Armin Müller-Stahl, immer noch einer meiner Favoriten. Als lebenserfahrene Frau mit blonden Haaren, weiblicher Figur und hübschem Gesicht haut mich so schnell nichts um und den Traummann suche ich schon lange nicht mehr, denn ich werde ihn. Lieber Psychologe als Chirurg, lieber Philosoph als Physiker, das Klima werden wir nicht ändern, die Welt nicht retten, aber gemeinsam können wir nochmal durchstarten. Traust du dich? Ist so ein bisschen arg pathetisch geschrieben, aber... Die Welt wird untergehen, komm. Können wir auch nochmal fliegen. Oh Mann. Ja, trotzdem allen Suchenden da draußen natürlich viel Erfolg. Dann zu der kleinen Terminübersicht. Ja, es gibt natürlich den Call for Papers, nach wie vor der aktuelle ist von der DMEA. Der läuft noch bis zum 15. November 2019. Die DMEA selbst vom 21. bis zum 23.04.2020. Connecting Digital Health. Dann ein neuer Termin, und zwar der Aktivcamp Pflege am 28. November auch 2019 in Düsseldorf vom Team Scharfenberg. Und das ist auch der Grund, warum ich das reinnehme. Das ist die ehemalige pflegepolitische Sprecherin Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Pflege braucht mehr Personal, angemessene Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Und Pflege braucht neue Denkweisen und Ideen. Dafür haben wir unser Open Space Format Aktiv Pflege gestartet. Link in den Shownotes natürlich auch. Mit Arzneimittelvielfalt gegen Resistenzproblematik, BAH-Konferenz zum Europäischen Antibiotikatag am 18. November 2019, Symposium Zukunftsforum Public Health 2020 am 23. und 24.01. in Berlin und natürlich ein etwas weiterer Ausblick, der Kongress Armut und Gesundheit vom 8. bis 10. März 2020. Schließlich, damit wir überhaupt ein bisschen Pflege in dieser Episode überhaupt erwähnt haben, der Deutsche Pflegetag 2020 vom 12. bis zum 14. März 2020 in Berlin. So, und auch nicht, weil der Pascal das nicht vorbereitet hat, nein, sondern weil die Episode jetzt hier auch schon viel zu lang ist, würde ich mal sagen, die Fans des Medizin-Murks müssen nochmal 2 Wochen sich gedulden. Und ich glaube, wir sind sonst durch, oder? Wir sind durch. Wunderbar. Nervlich, gedanklich. Ja, völlig. Ich danke mit dir. Dem Podcast. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss. Macht gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated. Gut, aber du solltest ja noch Tschüss sagen können. Tschüss.